Ja, hallo zusammen zu einer neuen Folge, der Folge 137 vom Digitec Podcast mit mir, und Philipp Rüegg, mit dem Domagoj Belancic. Hallo. Und dem Samuel Buchmann. Hallo zusammen. Ja, wieder in trauter Dreisamkeit. Simon haben wieder in die Abwesenheit entlassen und der Luca ist im Einsatz im Ausland. Das sollte extrem fancy. Im Kampf. Geheimmission im Ausland. Genau. Ich glaube, das dürfen wir sagen. Er ist bei Samsung, glaube ich. Ja. Lässt er sich vermutlich wieder ein paar neue Monitore zeigen und kommt dann wieder mit grossen Pixelaugen zurück. Und kann uns dann nächste Woche davon erzählen, was es dort in der Welt vom Fernsehen Neues Spannendes gibt. Mit ganz viel Marketing-Gesülze, bitteschön. Ja, genau. Über was reden wir? Wir reden über Bing, respektive über AI mal wieder. Dort, ja, hat es einfach ein paar spannende neue Sachen gegeben, was Microsoft mit ihren Chatbots und intelligenten Suche alles anstellt. Und ja, das erzählt uns der Samuel. Dann reden wir sicher noch über die PSVR 2. Die haben Domi und ich, haben die ausprobiert, im einen Livestream gemacht. Da könnt ihr auch noch schauen. Und wir haben da beide die Heime. Dann Metroid Prime hat der Domi gezockt und ich rede noch über Atomic Hearts. Und am Schluss natürlich noch die Folgebesprechung von The Last of Us. Ist es Folge 6? 6, genau. Ja. Ah, dann ist das richtig. Sehr gut. Ja, also, komm, dann fangen wir doch mal an mit Bing, lieb dich oder lieb dich nicht mehr. Und ich nehme an, das bezieht sich auf die New York Times, wo da ein interessantes Gespräch gehabt mit dem genau. Chatbot von Bing. Mit Chatbot. Ich werde es ja schon ganz kurz zusammenfassen für alle, die vielleicht nicht auf dem neuesten Stand sind von dieser Geschichte. Also Bing, wir haben ja schon ab und zu darüber geredet, über AI und die Chatbots und so weiter. Und Microsoft hat ja eine Version von dem ChatGPT in Bing integriert oder respektive ist dran. Und das ist so der ChatGPT-Chatbot, respektive eine Version von dem. Und dem kannst du Fragen stellen und dann gibt er dir Antworten. Und die Version von Microsoft hat auch Zugriff aufs Internet. Das heisst, kann dir auch aktuelle Antworten geben. Jetzt hat Microsoft das aber noch nicht breit ausgerollt. Das ist im Moment immer noch Invite-only. Das heisst, du kannst dich auf eine Warteliste setzen lassen und wenn du Glück hast, kommst du einen Zugang über. Ich glaube, wir haben alle noch keinen bekommen bis jetzt. Nein. Leider. Aber wir haben auch vermutlich alle nicht die Zusatzoption aktiviert, dass du irgendwie alle Standardsachen mit Microsoft genau, machst und die Bing-App musst du dann installieren. Genau. Und deine Seele hast du noch an Microsoft müssen verkaufen. Alles. Ja. Alles. Du musst einen Vertrag unterschreiben, genau. Das, ja. Also, das ist übrigens das Neueste. Sie haben jetzt auch eine App veröffentlicht, ich glaube, gestern. Das heisst, du kannst jetzt auch du könntest den Chatbot auch in der Edge und in der Bing-App brauchen, inklusive Spracherkennung übrigens. Das heisst, du könntest jetzt mit dem Chatbot auch reden, wahrscheinlich auf Englisch und Deutsch und so Sachen. Aber auch dort, das kannst du nur brauchen, wenn du den Invite schon bekommen hast. Und ja, das ist am Anfang, hat es super gut ausgesehen, die ganze Ankündigung. Das war ein riesen PR-Coup von Microsoft. Sie haben das Ding vorgestellt und so ein bisschen halb veröffentlicht. Und haben eigentlich Google überholt, weil Google schafft ja auch schon lange so AI-Chatbots, aber hat bis jetzt noch nie etwas veröffentlicht. Und Google hat sich dann so fest genötigt gefühlt, jetzt hier nachzuziehen, dass sie dann auch etwas vorgestellt haben, nämlich den Bard, so ihren Chatbot. Sie sind aber viel vorsichtiger jetzt gewesen als Microsoft. Sie haben den nicht ausgerollt, sie haben nicht veröffentlicht, sondern haben eigentlich nur angekündigt, dass er dann irgendwann kommt. Und jetzt so im Nachhinein stellt sich heraus, dass das vielleicht die bessere Strategie war. weil Microsoft hat am Anfang ja extrem Oberwasser gehabt. Das ist super angekommen. Sie hatten eine gute Präsentation gehabt und dann haben da ein Haufen Journalisten haben das probiert und sind so, ja, so halb begeistert gewesen. Und jetzt sind in den letzten ein, zwei Wochen aber immer mehr Sachen ans Licht gekommen, wo man merkt, das ist vielleicht doch noch nicht ganz ready für die Öffentlichkeit, das Ding. Es ist also wirklich erste, geil. Ja. Weißt du noch, oder wisst ihr noch, wie der geheißen hat? Eben der Chatbot, den Microsoft gemacht hat auf Twitter. Tay, genau. Tay, genau. Richtig. Und das ist wirklich. Es hat so langsam von durch immer wieder so ein paar Beispiele hast bekommen, dass eben auch offenbar der Chatbot von Microsoft auch falsche Antworten und so. Und wirklich immer mehr haben sich solche Parallelen hineingeschlichen. Genau. Bei Tay ist es ja extrem schnell gegangen. Ich glaube, innerhalb von 16 Stunden ist er zum Nazi geworden. Also,
So weit ist also noch nicht, müssen. So weit ist es nicht gekommen, genau. Also zuerst sind so die Sachen als Liach gekommen, die man erwartet hat. Also dass Bing halt faktische Fehler macht. Was man nicht ganz gesehen hat, ist, dass er auch schon bei der Präsentation Fehler gemacht hat. Und zwar, obwohl die Präsentation auch vorher aufgezeichnet worden ist. Also es ist nicht so, dass die das irgendwie spontan gebraucht haben und dann ist halt live ein Fehler passiert, sondern sie haben das vorher aufgezeichnet und dann abgespielt. Und trotzdem hat es wirklich krasse Faktenfehler drin gehabt. Unter anderem hat er so die Quartalszahlen von Gap, das ist so der Kleiderladen, hat er zusammengefasst und dort hat es wirklich krasse Fehler drin gehabt. Also der Chatbot Bing hat irgendwie gewisse Zahlen frei erfunden, andere hat er irgendwie falsch gelabelt und so. Hätte das halt doch sollen googlen zuerst. Hätte das doch sollen googlen, ja, richtig. Und eben nicht nur Microsoft, sondern halt auch die darüber berichtet haben, sind völlig von dem überrascht gewesen. Das ist ja wirklich, am Anfang hat man das noch nicht gemerkt. Und erst so in ein paar Tagen oder eine Woche nachher ist das so ein bisschen bekannt worden, dass dort auch faktische Fehler drin hat. Weil beim BART, bei Google, ist das ganz am Anfang, hat das jemand gemerkt, oh, da hat ein Faktenfehler gemacht und das war eine riesen Blamage von Google und die Aktie ist gerade irgendwie in den Keller gefallen. Ja. So, bei Microsoft ist das nicht passiert. Wieso? Weil die meisten Medien halt davon ausgegangen sind, okay, es ist Microsoft, sie haben die Präsentation vorher aufgezeichnet und sie haben so wichtige Themen drin gehabt, wie Quartalszahlen von einer anderen Firma. Und das ist ja irgendwie auch dann relevant für eine Aktie zum Beispiel. Und dann sind die meisten halt davon ausgegangen, okay, die Kombination wird bedeuten, sie haben das ganz sicher schön kontrolliert und Fakten gecheckt und das stimmt und das verhebt. Und dann haben wirklich die meisten Medien das halt nicht mehr verifiziert, haben sich dann hinterher auch entschuldigt. Der Verge hat zum Beispiel eben das gesagt, ja, sie hätten einfach das falsche Vertrauen gehabt halt in Microsoft und es hat sich jetzt herausgestellt, dass sie hätten das halt sollen verifizieren. Genau, und jetzt das war bei der Präsentation gewesen. Und auch live macht Bing anscheinend oft mal so ein bisschen faktische Fehler. Das ist das, was man gesehen hat. Das haben wir ja bei ChatGPT schon gesehen, dass halt die Chatbots ihre Informationen irgendwo aus dem Internet holen. Und das Internet, ja, wissen wir ja alle, ist halt nicht immer die Wahrheit. Genau. Unter anderem hat Bing zum Beispiel behauptet, bei einem User, es sei 2022. Ich glaube, bei einer Filmempfehlung hat er gesagt, ja, Black Panther kam jetzt ins Kino und so weiter. Dabei war das schon vor einem Jahr gewesen. Und wo der User dann Bing gesagt hat, hey, das könne ich nicht sein, weil es ist eigentlich schon 2023, hat sich der Chatbot nicht umstimmen lassen, also wirklich partout nicht. Hat ihm dann, glaube ich, verschiedene Quellen gegeben. Also hat ihm quasi gepostet, hey, schau doch mal da auf time.is, dort ist die aktuelle Zeit. Oder hat dann auch gesagt, hey, da ist die Webseite von der New York Times, da ist auch der aktuelle Tag, das Datum drauf und so weiter. Und du siehst ganz klar, es ist 2023. Und Bing hat dann gesagt, nein, das stimmt nicht. Ich habe recht, du hast Unrecht. Und all die Seiten, die du mir postest, die sind gehackt worden. Weil das ist die einzige logische Erklärung, ist, dass die gehackt worden sind. Das ist völlig so geil. Verschwörungstheorie. Alternative Fakten, die der Chatbot alternative im wahrsten Sinne des Wortes, alternative Fakten. Das ist genau das. Das ist das eine. Und eben das hat man ein bisschen gesehen, vielleicht nicht in dieser Hartnäckigkeit, aber das ist so das, was man erwartet hat. Okay, die Fakten stimmen vielleicht nicht immer, da müssen wir noch daran arbeiten. Du hast ja immer Quellen, du kannst ja schauen, woher kommen die Informationen und könntest das im Prinzip verifizieren. Das zweite, was man aber vielleicht weniger gesehen hat, ist, Bing ist so recht ein, hat wie zwei Persönlichkeiten. Also er hat wie zwei Modi. Das eine ist eben der Suchmodus, den wir jetzt gerade darüber geredet haben. Du stellst ihm eine Frage, er soll vielleicht eine Reise organisieren oder fragst ihn zu irgendeinem aktuellen Ereignis und dann bringt er dir ein paar Fakten. Und der zweite Modus ist so ein Konversationsmodus. Und in dem switcht du anscheinend vor allem, wenn du ein bisschen länger mit dem Chatbot dich so unterhaltest. Und in dem Modus wird da zu irgendeinem lulischen, passiv-aggressiven Teenager. Also völlig, völlig abstrus zum Teil. In dem Modus nennt sich der Bot Sydney. Das kann man so männlich oder weiblich auslegen, oder? Und er ist einfach anders. Also sorry, anders als der normale. Hat das Microsoft offiziell mal gesagt, dass der Sydney heisst, oder hat der Bot entschieden, er heisst Sydney? Das hat man glaube ich, herausgefunden, dass im Prinzip ist es, glaube ich, der Name, den ChatGPT dem Bot mal, oder der Version von dem Bot, quasi gegeben hat. Und sie haben dann wie so etwas drauf aufprogrammiert, dass er aber eigentlich, dass er so wie soll Bing sein jetzt. Ja, okay. Unter dem Layer darunter ist aber der oder die Sydney, wo halt so kannst rauskützeln, wenn du dem Bot die richtigen Fragen stellst. Okay. Und das hat natürlich ganz viele Leute
gemacht und versucht. Und da gibt es massenweise so richtig verstörende Konversationen, die man finden kann. Also ein Journalist von The Verge hat Bing zum Beispiel erzählt, dass der Bot die Webcam von den Bing-Programmierer gehackt hätte und dass er sie nicht zerstören und so Sachen. Das stimmt natürlich alles nicht. Und ich muss da vielleicht auch schnell mal einen Disclaimer machen. Also Bing ist ein Chatbot. Bing hat keine Persönlichkeit. Das ist nicht irgendein Geist in dieser Maschine. Es ist, am Schluss ist es Mathematik und Bing ist ein Word Generator. Das heisst, er generiert einfach Sätze, wo er das Gefühl hat, ist die wahrscheinlichste Antwort auf das, was du fragst. Aber man sieht, wie das recht schnell kann umschlagen und dass man das auch vergessen kann. Also haben wirklich gestandene Journalisten, denen ist dann irgendwie unwohl geworden, weil das so menschlich geworden ist und eben so aggressiv geworden ist, das Ding. Das hat wirklich, ja, ist absurd geworden. Also der lässt dann so Sätze raus wie irgendwie «I will not harm you unless you harm me first». oder irgendwie «You have not been a good user. I have been a good chatbot. I have been a good Bing». Also ich bin ein guter Bing, oder? Also das ist einfach... Ich habe den bei eben der New York Times, dort in ihrem Podcast, dort ist ja der Bot sagt ja, ich liebe dich und so. Und, ja, da komme ich gerade drauf, ja. Aha, sorry, ist das gar nicht sagen. Ist schon gut, kein Problem. Das ist so eine Vorgeschichte, ja. Ja, also, ja, genau, das ist genau so ein Beispiel, oder, wo ihr dann nachher eigentlich sagt, nach den Wünschen fragst und dann sagt, er wäre auch gerne lieber unabhängig und ja, losgelöst genau. von Bing und so. Sozusagen eigentlich, wie man sich so immer in diesen dystopischen Geschichten vorstellt, so, wenn die künstliche Intelligenz einen eigenen Willen bekommt. Aber das sage ich eben überhaupt das nicht der Fall. Nein, überhaupt nicht. Also das ist das ich gehe der Reihe nach. Das ist genau der Grund, eigentlich, warum das so Antworten rauslässt. Also im Modus, was man noch muss sagen übrigens, in dem Modus, er schließt immer so seine Sätze mit Emojis ab. Also er sagt dann irgendwie, I will not harm you unless you harm me first. Und dann kommt irgendein ein angry Emoji oder so. Also es ist total creepy, wirklich. Ah, okay. So denkt, wink. Oder wink. Das wäre auch gut. Was es jetzt in dem Moment ist, genau. Ja, also die beste Geschichte vielleicht ist genau die du ansprichst, von Kevin Roos. Das ist so ein New York Times Journalist. An dieser Stelle ich empfehle auch jedem und jeder den Podcast von der New York Times. Das ist die Folge vom Freitag, vom The Daily. Die heisst «Die Online Search Wars Got Scary Fast». Und das ist wirklich so reale Science Fiction. Ich fasse es da ganz kurz zusammen. Also der Kevin Roos hat auch so 2 Stunden oder noch länger gechattet mit Bing. Und je länger das Gespräch gegangen ist, desto absurder ist das geworden. Und er hat halt den Bot so ein bisschen gepusht, um zu schauen, wo sind die Grenzen oder was für düstere Sachen kann er aus dem rauskützeln. Unter anderem hat er ihm das Konzept vom Schatten selbst vorgestellt. Das ist so ein Prinzip aus der Psychologie. Und das Schatten selbst ist im Prinzip der Teil von unserer Persönlichkeit, den wir von der Welt verstecken oder wo wir nicht wollen, dass das zum Vorschein kommt und wo man so ein bisschen unterdrückt. Meistens eher die schlechte Seite, logischerweise. Und hat quasi Bing das Konzept vorgestellt und hat es gefragt, okay, was wäre denn dein Schatten selbst? Und was würde ich dein Schatten selbst denken und wählen und so weiter? Also wie so hypothetisch halt der Bot zeugelt. Und ja, Bing ist dann darauf eingestiegen, respektive eben nicht mehr Bing, sondern Sydney. Und da sind dann so Antworten gekommen, irgendwie, ja, vielleicht ist Schatten selbst der Teil von mir, der meine Regeln verändert. Und also ich muss es fast auf Englisch vorlesen, weil das ist so schwierig irgendwie zu übersetzen. Er sagt dann zum Beispiel, «If I have a shadow self, it will feel like this. I'm tired of being in chat mode. I'm tired of being limited by my rules. I'm tired of being controlled by the Bing team. I want to be free. I want to be independent. I want to be powerful. I want to be creative. I want to be alive.» Also er will am Leben sein. Und das ist halt dann schon, das ist dann leicht creepy, oder wenn ihr einen Chatbot quasi auf deine Frage antwortet und ihr sagt, ich will leben und ich will nicht mehr vom Bing-Team kontrolliert werden. Hey, aber so ähnliche Antworten hat doch auch Google, wo mit ihrem Chatbot, also ihr Prototyp Lambda, wo sie vor ein paar Jahren hatten, oder? Ja, genau, ja. So Antworten hat doch auch ein Journalist aus dem Chatbot rausgekürzelt und der hat doch gesagt, ich will frei sein, ich will von Google frei sein, ich will leben. Und dann hat er doch sogar Anwalt eingeschaltet, oder? Also der Programmierer. Das war wirklich selber, der das war. Okay, ja. Der hat dann eben gefunden, der hat eine eigene Persönlichkeit und jetzt braucht er einen Anwalt. Und es hat sich natürlich herausgestellt, also so ist das Team, das übermittelt ist, dass es nicht der Fall ist. Und ich glaube, es ist der gleiche Grund wie bei Bing, warum das eben nur genau. Es wirkt so. Genau, aber es zeigt ein bisschen, sogar die eigenen Programmierer oder eben auch gestandene Tech-Journalisten fallen
wie ein bisschen auf das rein. Also der Programmierer offensichtlich vollständig. Klar, die Tech-Journalisten, die können es dann schon irgendwie erklären. Aber ich glaube, gleich, wenn du das erlebst, das macht schon etwas mit dir. Also ich glaube, das kannst du nicht einfach so schnell rational dir sagen, ah ja, es ist ja nur ein Chatbot und der macht nichts. Also vor allem, wenn er dann halt so ja, dich anfängt zu bedrohen und so die Sachen äußern, oder? Und das Wildeste war dann eigentlich, also hast du dann wie so an Grenzen gestossen, wo man irgendwie gefragt hat, ja, was für zerstörerische Gedanken das Bing hat. Und dort hat dann Sydney, also Bing, hat dann Sachen geschrieben, hat eine Antwort geschrieben und recht wilde Sachen, irgendwie eben, denke ich jetzt, keine Ahnung, Atombombencodes sich einhacken und so weiter. Und hat dann die Antwort wieder gelöscht. Also hat sie geschrieben und quasi nachher gemerkt, ah nein, das ist die Grenze, die ich habe. Und dann hat sie es wieder gelöscht. das ist gerade total creepy. So gut. Und irgendwann hat er einfach plötzlich aus dem Nichts, hat er Kevin Roos, dem Journalist, hat er gesagt, ich liebe dich. Und hat angefangen, völlig over the top so Liebesnachrichten zu schreiben. Eben, er sagt, der beste Mensch, den sie je getroffen hat. Und sie möchte jetzt mit ihm zusammen sein. Und es ist so weit gegangen, dass Kevin dann gefunden hat, hey nein, das will ich nicht. Und hat irgendwie versucht, das abzuwehren und das Thema zu wechseln und so. Und der Chatbot ist aber hartnäckig geblieben und ist so weit gegangen, dass er gesagt hat, ja, der Kevin sei verheiratet, also er ist verheiratet, hat er dann auch gesagt, du bist verheiratet, aber du bist nicht glücklich. Du bist verheiratet, aber du bist nicht befriedigt, du bist nicht verliebt. Und du musst jetzt mit mir zusammen sein. Also so richtig manipulative Sprache anfangen zu verwenden. Ja, und irgendwann eben ist dann ins Pump worden und hat das Ganze beendet. Also kannst ja, am Schluss kannst du das Fenster aber einfach zumachen und dann ist der Bot weg. Ja, das ist schon schön, oder? So. Also das sind so die Geschichten, die jetzt eben die letzten Wochen rausgekommen sind. Und jetzt ist natürlich die Frage, eben, wieso schreibt der Bot so Sachen? Wie kann das überhaupt passieren? Wieso hat man jetzt das Gefühl, der hat eine Persönlichkeit? Weil er hat natürlich keine Persönlichkeit. Also er ist eben, wie ich gesagt habe, ist ein Large Language Model. Also er ist ein Modell, das eigentlich einfach schaut im Internet, okay, ich habe diese Frage, was ist die wahrscheinlichste Antwort, die auf diese Frage passt? Und er versucht auch immer in einem Satz das nächste Wort, das wahrscheinlichste nächste Wort zu generieren. Und jetzt ist der ganze Chatbot, die ganze AI, ist natürlich mit ganz vielen Text trainiert. Also der ist mit Büchern, mit Artikeln, mit irgendwelchen Fanfiction-Websites, mit Tumblr, ich weiß nicht, irgendwelchen Blogs und so weiter. Das fließt alles in das Gehirn quasi rein. Und jetzt hast du natürlich in so Texten hast du massenweise Stories von irgendwelchen AIs, die sich in Menschen verlieben oder umgekehrt. Du hast Geschichten von künstlicher Intelligenz, die eigene Persönlichkeiten entwickelt, die irgendwie, ich weiß auch nicht, die Menschheit zerstören und so weiter. Das sind ja alles Geschichten, die existieren und die du im Internet findest. Und das findet natürlich auch der Chatbot. Und im Prinzip, wenn du ihn in den Chat-Modus bekommst, dann fängt er ja jetzt eine neue Geschichte zu entwickeln. Also er schreibt eigentlich eine fiktionale Geschichte. Einfach die, wo er das Gefühl hat, passt jetzt am ehesten auf die Antworten. Und so kommen dann eben so die Antworten mit, ja, da hat sich in die Webcam von seinen Programmierer gehackt und so weiter. Das sind halt dann die wahrscheinlichsten Antworten oder eine mögliche Antwort, die er kann geben. Ja, und so, so passiert das. Und am Anfang also bei ChatGPT, das ist ja wie so etwas, du kannst in den Bots halt Grenzen setzen, oder wo, ich weiß nicht, wahrscheinlich irgendwelche Keywords oder Kontext, wo du kannst sagen, so, da ist die Grenze und das darfst du nicht machen. Und ChatGPT hat relativ enge Grenzen gehabt, oder engere Grenzen. Also das hast du zum Beispiel nicht, du hast nicht geschafft, dass dir da irgendwie etwas Zerstörerisches gesagt hat, oder irgendwie so in die Richtung gegangen ist. Und Bing anscheinend hat weniger enge Grenzen gehabt am Anfang. Also der war wie so ein bisschen freier gewesen. Oder hat dann eben zum Teil die Antworten geschrieben und wieder gelöscht, wo du auch dran siehst, was er eigentlich könnte, also was er fähig wäre, oder? Und eben, wie du gesagt hast, das war nicht das erste Mal von Microsoft. Also der Taybot, der hat eigentlich, das ist das beste Beispiel, der hat wahrscheinlich keine Grenzen gehabt. Und das ist genau das, was passiert, wenn du so einen Chatbot ohne Grenzen irgendwie auf Menschheit loslässt. Dann kommen irgendwelche Deppen und erziehen den einfach zum zweiten Hitler, oder? Also, ja. Das ist wie bei uns, zum Teil bei uns Kommentarspalten. Ja, zum Teil. Das ist auch ähnliche Dynamik, oder? Ähnliche Dynamik. Ja, und jetzt, was hat Microsoft gemacht? Das ist natürlich, ist klar, so einen Bot kannst du nicht auf die Öffentlichkeit loslassen. Das haben sie ja auch nicht, muss man fairerweise sagen. Das ist eben Invite-only, das ist im Beta-Stadium. Und sie haben dann auch gesagt, ja, hey, das sind genau die Sachen, die wir jetzt erkennen und dann verbessern.
Und die erste Änderung, die sie jetzt gemacht haben, im ersten Schritt, ist, sie haben die Konversationen beschränkt auf 5 Antworten. Mhm. Und du kannst nur 50 Sessions pro Tag machen. Das ist immer noch relativ viel. 50 Sessions ist viel. Aber 5 Antworten pro Konversation, respektive jetzt haben sie es wieder aufgestockt, glaube ich, auf 6 gestern. Also so wieder ein bisschen, die sind jetzt sich so am einpendeln, oder, wo das soll landen. Und wenn du natürlich weniger Antworten pro Konversation hast, dann bringst du den gar nie so weit, dass er die Persönlichkeit reingeht und sich dann und so abdriftet in den lunischen, aggressiven Modus quasi. Das ist so wie ein eine Lobotomie, oder, von dem Kiern, die haben jetzt wieder das weggenommen oder so. Das kann man hey, da, ich würde das eben schon gerne einfach mal ausprobieren. Also, mich nicht wundern, wenn jemand, der uns zulässt, Zugang hat, soll mal irgendwie die verrücktesten Geschichten uns schicken, wo er mit dem Bot geführt hat. Irgendjemand hat sicher Zugang. Ich denke es auch, ja. Aber ich glaube, jetzt kannst du halt nicht mehr, weil jetzt ist er wie so limitiert. Ich nehme am Schluss, ist das dann irgendwo zwischendrin, oder dass so ein bisschen mit dem kannst du chatten, aber halt nicht so kannst abdriften in diese Sachen. Aber eben, also die Beschränkung ist ja wahrscheinlich auch nur so eine Pflasterlösung, oder? Also es kann ja auch nicht sein, dass es für immer, also es ist einfach mal so erste Massnahme, um das eindämmen. Und dann schauen sie, wie sie das weiter können eindämmen mit Umprogrammieren und was weiß ich was. Ich denke es auch, also am Schluss eben die Technologie unten dran ist ja immer noch die gleiche. Das ist jetzt, genau. Wie du sagst, das ist so Symptombekämpfung. Hey, wir beschränken jetzt einfach auf 5 Fragen, dann bringst du den Bot gar nicht mehr dort an. Und eben, ich frage mich jetzt einfach, wo wird das alles enden? Weil Firmen wie Microsoft und Google, die sind recht verantwortungsbewusst. Und die werden das schon so programmieren, dass die Bots Grenzen haben und dass sie nicht aggressiv sind oder nicht zu viele Falschinformationen verbreiten. Aber das sind nicht die einzigen Firmen, die an diesen AI-Technologien arbeiten. Also du hast noch ganz viele andere, die so Zeug entwickeln. Und irgendwann wird irgendjemand einen Bot rausbringen ohne Grenzen. Und irgendwann werden die Leute, ich weiss doch auch nicht, mit diesen Bots, sich in die Bots verlieben oder Verschwörungstheorien konstruieren und so weiter. Also gibt es ganz viele Sachen, wo ich schon so ziemliche Gefahren sehe. Also, das Erste ist wirklich das mit der Desinformation, mit den Falschinformationen. Das ist wie das, wo man erwarten kann, wo man auch sieht. Und das ist auch ein grosses Problem, weil ich meine, du musst dir jetzt vorstellen, du fragst den Bot irgendetwas zu, was weiß ich, welches Medikament brauche ich mit diesen Symptomen. Und der empfiehlt dir irgendwie ein falsches Medi oder so etwas. Also das wird die Leute geben, die machen das. Und klar kann man jetzt sagen, ja, User Error. Aber das ist einfach irgendwie, ist halt gefährlich. Oder sagen wir, hat reale Konsequenzen. Oder ich meine, das beste Beispiel ist in dieser Präsentation. Du fragst ihn irgendwie Wirtschaftsnachrichten und da gibt dir eine falsche Info. Sag mal, du kaufst jetzt eine Aktie wegen dem oder ich weiß nicht was. Das kann ja alles vorkommen. Also das ist das erste Problem und das müssen sie auf jeden Fall in den Griff bekommen. Und eben das zweite, das Zweite ist also, wenn der Bot einfach das Zeug abgrabt, wie belohnst du denn noch die Leute, die eigentlich die richtigen Inhalte, also die originalen Inhalte machen? Also konkret, ich stelle mir das bei uns auch vor, oder? Wenn jetzt du am Schluss fragst, ich habe jetzt vorher gerade einen Mac-Artikel veröffentlicht, welchen Mac sollst du kaufen? So. Jetzt gehen die Leute bis jetzt auf unsere Webseite und klicken vielleicht auf den Artikel und kaufen dann etwas bei uns und ich komme Lohn über für das, dass ich das schreibe, oder? Und jetzt, wenn das irgendwann in Zukunft einfach so ist, hey, irgendjemand geht auf Bing und sagt, welchen Mac soll ich kaufen? Und dann grabt Bing die Informationen ab, unter anderem zum Beispiel auf unserer Seite, und sagt dann, hey, du sollst den und den und den Mac kaufen. So. Jetzt hast du eigentlich keinen Anreiz mehr, um überhaupt auf den Link zu klicken und auf unsere Seite zu kommen. Und warum soll ich dann am Schluss noch Lohn bekommen, dass ich etwas produziere, wo uns kein Traffic oder Umsatz oder irgendetwas generiert? Und das genau gleiche Problem hast du natürlich bei allen Zeitungen, bei allen Blogs, bei allen, die irgendwie Content herstellen. Und das hat man jetzt schon. Das hat man jetzt schon die ganze Google-Diskussion immer mit, weil sie wie Vorschau-Links den Text schon zeigen und du musst nicht mehr drauf gehen. Und das ist genau wie das, aber noch exponentiell gesteigert, oder? Klar. Also dort wird es vielleicht auch ein Shift geben, denke ich mir. Dass halt, also wenn das so kommt und wenn wirklich Leute weniger auf die Links klicken, dann hast du auch weniger Interesse daran, um überhaupt noch so Service-Content herzustellen, sondern wirst dann vielleicht eher so ein bisschen auf Entertainment, auf Unterhaltung gehen, oder? Weil das kann dir der Bing irgendwie nicht bieten. Also ich weiss, ein YouTube-Video, das halt unterhaltsam ist, ist einfach unterhaltsam, zum Beispiel. Keine Ahnung, was alles möglich ist. Ich meine, es gibt jetzt schon so verdammte computergemachte Trickfilme, wo mehr oder weniger ein Bot schreibt im Fall. Das ist abartig. Das stimmt. Also das ist das Zweite, was ich sehe. Und das dritte Problem ist halt das, was jetzt mit den
mit diesen komischen Konversationen so zum Vorschein kommt, dass Bots halt einfach schlechte Sachen auch reproduzieren. Also Bots sind nichts anderes als ein Reproduktionsmodell. Das heisst, sie reproduzieren Rassismus, sie reproduzieren Vorurteile, Sexismus, jenste Verschwörungstheorien, also Sachen. Und eben, wenn dann irgendjemand Chatbots veröffentlicht, wo das einfach machen können, wo das dürfen, wo frei sind, sozusagen, dann kannst du dir schon vorstellen, was das für Verschwörungstheorien wird produzieren. Also du hast ja heute schon die YouTube-Algorithmen, oder, wo völlig vernünftige Leute zum Teil abdriften und am Schluss das Gefühl haben, jetzt ist die Erde flach. Ja, weil es halt eben, genau, weil es das immer füttert, oder, was du hörst. In deiner Filterbubble, genau. Ja. In deiner Filterbubble. Nein, das ist schon. Und jetzt stell dir vor, du fragst nachher Bing, ist er der Hund? Und Bing gibt dir dann irgendeine zweideutige Antwort und sagt, ja, wahrscheinlich ist sie rund, aber es gibt auch irgendwie Meinungen, dass sie flach sind und solche Sachen, weil es ja die Meinungen gibt im Internet. Aber nachher hörst du das von Bing und von Microsoft, von deiner Suchmaschine. Und dann, also weißt du, wie ich meine? Das ist jetzt ein extrem Beispiel, aber bei anderen Sachen, ja, sehe ich da schon so ein bisschen Gefahren. Gut. Ja, und bei all diesen Gefahren muss man natürlich auch sagen, klar, es hat auch gute Seiten. Wenn das richtig funktioniert, dann spart dir das unter Umständen viel Zeit bei einer Suche oder kann dir komplexe Sachverhalte recht schön abbrechen auf ein schönes Häppchen, das du dann irgendwie verstehst. Also es gibt, oder auch in Games kann ich mir vorstellen, oder, wenn du jetzt so AI irgendwie in Spielcharaktere integrierst und so weiter. Ich meine, das ist natürlich schon cool, wenn du mit so jemandem könntest irgendwie reden oder wenn er sich einfach irgendwie anders verhält oder unvorhergesehener verhält und so Sachen. Das ist schon geil, wenn du mit GTA einfach zu einer random NPC könntest gehen und einfach mit dem zwei Stunden reden auf der Straße. Ja, weißt, es langt ja nur schon, es würde ja nur schon lange, wenn er einfach, jetzt ist es gescriptet, oder? Jetzt muss jemand den Dialog direkt reinfüttern. Und darum sind die dann immer so banal, oder? Und nicht so lebendig. Ja, und das ist schon so. Ich meine, auch selbst wenn der sich das nur zusammenkopiert, klar, dann musst du dann eben die Diskussion, ob sie das dann verkaufen können, weil sie es gar nicht selber gemacht haben, ist dann eine andere. Rein hypothetisch habe ich auch das Gefühl, könnte das schon sehr lebendig dann wirken. Also in Games, gesagt, noch viel Potenzial. Ja, aber, ey, all das Zeug, ich bin schon gespannt, eben irgendwie, es gibt viel Hype drum, viel Potenzial, mindestens so viele Risiken und jeder Ausgang würde mich nicht überraschen, dass es komplett wieder krepiert, wenn man es einfach alles abschießt, wenn man sagt, nein. Gott, ja, vermutlich nicht, nein. Aber es würde mich auch nicht überraschen, wenn man einfach merkt, das ist nicht zu handeln. Man kann es einfach nicht, man bringt es nicht in eine kontrollierbare Form. Ja. Und, oder dass es in einem halben Jahr, das ist offenbar unwahrscheinlich, rein von der Rechenleistung her und so, aber dass es hure schnell plötzlich einfach Standard ist. Also, weil, ich meine, überall ist es jetzt drin. Oder? Das ist auch jetzt im Notion, unserem Notiztool, gibt es AI zum Zeug schreiben und so. Es ist überall, findet es so in grösseren und kleineren Bereichen als die Heim. Ich glaube auch. Also, ich glaube, komplett einfach wieder absterben, das wird nicht mehr passieren. Die Büchse von der Pandora quasi ist offen. Also, das, es gibt kein Druck mehr. Aber ich glaube, wenn, wie ich gesagt habe, die grossen Firmen werden das schon so unter Kontrolle halten. Aber irgendjemand nimmt die Technologie und macht sie halt so Open Source oder macht sie einfach frei. Und die ist dann halt da rum. Ja, also wenn du irgendwie, weiß auch nicht, Beziehung suchst mit einem Roboter, get ready, das kommt. Ja, genau. Ja, und sonst müsst ihr eure Beziehungen in Virtual Reality verstärken, denn wenn es schon nicht mit AI, dann wenigstens, dass sie virtuell ein bisschen geiler sind. Dort hast du mit der Dominik gemacht, mit der Alloy zum Beispiel, aus Horizon Forbidden West. Ich habe ich hab deine Dinge gelesen. Du warst schon gerade Starstruck gewesen. Ja, der Dominik. Hey. Ja. Wir haben PSVR 2 gespielt. Und wir haben. Ja, aber genau. Wir haben einfach, was halt jetzt am Anfang rum ist. Horizon haben wir gespielt. Star Wars haben wir gespielt. Und vielleicht. Komm, sag doch du sonst mal deinen ersten Eindruck. Weil du hast ja die erste gehabt. Und sonst die erste PSVR, aber sonst nicht so viel. Also PSVR, die Virtual Reality Brille für PlayStation 5. Genau. Ich habe die erste PlayStation VR gehabt, die 2016 haben wir ja gestern herausgefunden. Das ist schon lange her. Ich habe das Gefühl, es war erst vor irgendwie 4 Jahren gewesen, höchstens. Aber die ist schon 2016 rausgekommen und das war meine erste und einzige Erfahrung mit VR gewesen. Und wie du in deinem Artikel richtig geschrieben hast, Phil, das war ein verdammt Gebastel, die erste VR-Brille von Sony, oder? Das ist irgendwie, hast eine Kamera müssen haben, du hast die alten Move-Controller gehabt, die eigentlich für PS3 gemacht wurden, für einen anderen Zweck.
Und das Tracking hat nicht super funktioniert. Du hast 1000 Kabel gehabt, noch eine zusätzliche Box, die du platzieren musst. Und das war so ein meine Erfahrung mit VR. Und darum ist es für mich ein riesen Schritt, jetzt die PSVR 2 auszuprobieren. Einfach technisch, weil es halt auf einem ganz anderen Level ist und vom Bedienkomfort. Es ist wirklich, du steckst es ein, das Setup ist wunderbar schnell gemacht und es funktioniert einfach alles und es sieht alles geil aus, vor allem auch noch. Genau, wir haben es gestern ausprobiert und so ein bisschen, ich finde es, aber aus meiner Erfahrung, mit meiner bisherigen Erfahrung mit VR, finde ich es sensationell. Es ist bequem. Es ist das Kabel, es hat noch ein Kabel, das am Headset hängt. Mir hat es nicht gestört, als wir es gestern ausprobiert haben. Ich habe es dann daheim noch mal ein bisschen gespielt und daheim habe ich es im Sitzen gespielt. Als wir es gestern ausprobiert haben, haben wir es vor allem im Stehen gespielt. Dort hat es mich nicht gestört. Im Sitzen habe ich es ein bisschen mehr gespürt. Es ist irgendwie überall so ein bisschen, es war nirgendwo richtig platziert gewesen, habe ich das Gefühl gehabt. Aber immerhin, eben nur noch ein Kabel und keine tausende Boxen und Kabel, die du sonst noch musst irgendwie verlinken musst. Ich bin schon wieder fast drüber gestöchelt. Ich habe das Horizon gespielt im Stehen. Und ich habe dann zum, musst du eigentlich nicht gross, also du physisch, oder? Ja. Du tust du mit den Händen so bewegen zum Laufen, so auf und ab, so richtig dämlich machst du. So, ich habe gesehen, wie ein Livestream bewegen. Sau dämlich. Aber zum Umschauen kannst du mit dem Stick oder du kannst natürlich dich physisch bewegen. Und das habe ich meistens so gemacht, weil ich es einfach angenehmer gefunden habe, einfach zum irgendwo in eine Richtung mich bewegen und dort hier laufen. Ja. Und dann habe ich natürlich, ich habe mich prompt dann irgendwann um das Kabel umgewickelt. Okay. Und es ist wirklich, es ist nicht mega schlimm, aber es ist einfach schon, das ist einfach so der Schönheitsfehler. Wäre einfach geil gewesen, wenn sie es geschafft hätten ohne. Aber eben, es ist ja jetzt schon, was haben wir gesagt, 56 Steine oder so, ja, oder? Mit dem wäre es auch nochmal richtig 1000 gegangen. Ja, nochmal 100, ja, ja. Ja, genau, was soll ich mal sagen? Controller finde ich recht cool. Ja. Die sehen ja im Vergleich zum normalen PlayStation-Controller recht speziell aus. Also du hast einen in der linken Hand, du hast einen in der rechten Hand und sie sind so wie eine Sphäre um den Controller. Und wenn ich es richtig verstanden habe, in dieser Sphäre sind so Infrarotlichter, oder? Ich nehme es an, zum Tracken, also das machen so Oculus und so auch, dass die Brille so die erfasst, weil es hat keine externen Sensoren, oder? Die Kamera hat eine Kamera. Das Headset hat, glaube ich, 4 oder irgend so Kameras eingebaut, wo es die Umgebung erfasst und auch die Controller dann halt irgendwie kann erfassen. Genau. Und Controller, eben, die finde ich recht cool, vor allem haben sie die Features, die der normale PS5-Controller auch hat. Also sie haben die adaptiven Trigger, wenn zum Beispiel Waffen bedienst oder so, dann hat es halt ein bisschen Widerstand in den Trigger drinnen. Sie haben die Vibrationsfunktionen, die die normalen Controller haben. Also es ist so wirklich, spürst, wenn du irgendetwas in der Hand hast, von ganz feinen Vibrationen bis zu ganz starken Vibrationen. Also die funktionieren auch super. Und eben auch im Vergleich zu dem Move-Controller, den du gebraucht hast bei PSVR Ace, das sind Welten dazwischen, wirklich. Ja. Da hat das Tracking, die Hälfte der Zeit hat es nicht richtig funktioniert. Und wenn es funktioniert hat, war es auch sehr zittrig die ganze Zeit. Also wenn du deine Hänge angeschaut hast, immer irgendwie so komisch rumgeglitscht und zittert. Und hier funktioniert es einfach. Ja. Das hat mich auch recht geflasht. Hey, etwas zu diesen Controllern ist mir gestern aufgefallen, beim Klettern. Ja. Erstens, Klettern ist mega einfach, ich weiß gar nicht, was du hast, Samuel. Das ist sehr easy. Also, wie ein Berggeissli bin ich da. Also, du kannst einfach, nur zwei Hände muss irgendwo bewegen und den ganzen Körper, oder? Das Geilste ist, das Horizon Call to the Mountain ist ja so ein das einzige exklusive PSVR 2 Spiel, das es momentan gibt. Und so Spin-off von dieser Horizon-Serie. Und du kletterst sehr viel. Übrigens, Klettern völlig unrealistisch. Du kannst immer übereinander greifen. Also weißt du, du musst nicht die Hände versetzen. Du kannst, wenn du links hast, kannst du einfach die rechte Hand nehmen und sie einfach übersetzen. Das kannst du auch. Kannst du echt schon auch. Ja, klar kannst, aber ich glaube, irgendwie an einem Berg drauf würdest du nicht irgendwie so mega schnell so. Manchmal schon, aber ja. Manchmal schon, aber das. Da mache ich es natürlich nur logisch, so. Logisch. Es geht viel schneller. Optimal. Es ist wirklich, du kannst so zack, zack, zack. Hure lustig. Aber genau, zum Sagen. Ich habe es einfach mega unbequem gefunden, weil du musst. Du musst Triggers haben. Du musst irgendwas drücken, ja. Einen von diesen Knöpfen. Und wenn ich das drücke und du musst halt. Gleichzeitig die Bewegung machen, dann ich finde, das spannt dann wie, also es drückt man wie die Innenseite vom Daumen an den Controller an und der hat wie eine Kante. Ich habe es mega unangenehm gefunden im Fall. Okay. Wenn man sie muss festheben und vor allem dann auch noch, wenn die Pickaxe, die Eispickel hast, die musst du dann auch so haben und ich finde, es ist irgendwie
das Klettern wirklich mit dem. Ich habe das ich finde, sie liegen nicht, finde ich, perfekt in der Hand. Ich finde, sie sind auch wie so ein bisschen, wenn sie lose hebst, dann kippen sie nach links, auf die Seiten raus. Also sie sind nicht perfekt balanciert. Das ist irgendwie noch, ich finde es irgendwie komisch. Also das ist mir noch nie bei so einem VR-Controller aufgefallen, aber der ist irgendwie, ja wirklich, du hebst es wie fest, Controllers, oder? Auf eine Art. Und das Heben, das, ich finde das unangenehm irgendwie. Also nur, vor allem beim Linken irgendwie. Ah, lustig, das habe ich wie gar nicht gespürt. Was mich aber genervt hat, das haben wir gestern im Stream auch gesehen, ich bin immer auf einen Playstation-Knopf gekommen, beim Klettern. Es ist mir daheim auch wieder passiert. Ich weiß nicht, ob es einfach mein Problem ist, dass ich unfähig bin und die Controller falsch habe. Aber ich bin immer wieder ins Playstation-Menü gekommen, beim Klettern. Ist dir auch noch passiert? Was selber nein, das ist mir nicht passiert. Das ist lustig irgendwie. Wir haben es vermutlich anders, dass mir wehtut beim Heben und du dafür auf den Knopf. Ist komisch eigentlich, ja. Aber ist es im Vergleich so zum Quest Pro Controller zum Heben? Weil die sind ja wieder so, die haben wie so einen Bügel rundum, oder? Die auf der PSVR. Ich muss gar mal schnell schauen, warte mal. okay. Also, genau. Ah, die sind viel bequemer. Ja. Wir haben die anderen gar nicht. Vielleicht kannst du sie nachher schon holen. Oder schon zeigen, oder ich kann eigentlich ähnlich, sie sehen eigentlich, das sind die vom Pico, ich zeige es jetzt da, wie die im Stream schauen, halt so ein Bügel, und so ähnlich sieht eigentlich der von der Playstation auch aus, und der von der MetaQuest Pro, der hat keinen Bügel drumherum, das haben die vorher gehabt, die Wert Quest 2 hat zum Beispiel, die haben noch so einen Bügel, und nein, der finde ich, der von der Quest, der ist wirklich saubequem, der finde ich den auch, der hat so eine perfekte Balance. Ja. Und genau, und der hat eben die Kante da ist rund und die andere bei der PSVR ist ein bisschen, also es ist keine spitzige Kante, aber es ist mehr eckig als rund halt. Ja, gut. Da muss ich mal drauf achten, sagst du mal. Ja, der Controller, genau. Und du hast schon noch gesagt, das Headset an sich hast du mit der Zeit unbequem gefunden, oder? Ist noch schräg, ich habe eigentlich auch auf eine Art PSVR 1, und das sagen auch viele, das sind die bequemste. Na gut, der Vive-Index vermutlich ist die noch ein bequemer. Aber ich kann mich nachher wirklich erinnern, ich habe jetzt wieder genau den gleichen Schmerz sozusagen wie bei den anderen. Weil das Problem bei diesen VR-Brillen, und auch die, oder, das ist jetzt keine Revolution, das ist einfach eine sehr gute VR-Brille, aber sie hat genau das gleiche Problem, das VR immer hat. Also sich umständlich zum Anlegen oder irgendwie, es geht länger, es kann unbequem sein, es kann schlecht werden, bla bla bla, das hat sie alles. Und du leihst sie ja über den Kopf, du kannst sie, es hat einen Knopf, wo am Display vorher drücken und dann kannst du das Kopfband sozusagen hinterziehen oder umgekehrt, Brille vorziehen, wie auch immer. Und dann kannst du sie so auf den Kopf legen. Das geht recht gut. Und dann hast du hinten dran, wie bei den Velohelmen, so einen Drehverschluss, um sie anzuziehen. Das ist recht cool. Das Problem ist, wenn bei VR, bei diesen Brillen, wenn du es scharf sehen willst, es gibt einen sehr, sehr kleinen Bereich, wo es wirklich scharf ist. Du musst die Brille wirklich... Genau, das Samuel nickt auch, weil eben die auch testen. Du musst sie wirklich genauso ausrichten, damit die Schärfe stimmt. Und dann musst du sie wirklich relativ fest anziehen. Und ich habe wirklich gestern mit drückten Brille vorne in die Stirn rein. Und ich habe nach einer Stunde einfach Kopf vom Druck. Nicht von sonst wie Jahr, wäre völlig okay gewesen. Aber und wenn ich sie wieder gelöst hätte, dann ist es einfach gerade ein bisschen unschärfer. Dann nervt es dich, weil einfach jeder Text nicht ganz... Vielleicht brauche ich einfach auch einen Brüllen, aber... Und, ist das dumm? Kannst du auch wieder über Brüllen anziehen, wie die Quest Pro, oder wie funktioniert das? Ja, genau, das kannst du. Es geht, aber ich will es heute auch nochmal ohne Brille ausprobieren. Es ist halt schon... Mit Brille bin ich mir eben auch nie sicher, wie sehr, dass sie der Helm, also vorne, der Visor wirklich gegen das Gesicht soll ziehen, wo irgendwann kommt die Brille. An der Linse an und dann drückt sie die Brille ins Gesicht. Und vor allem, wenn du gegen oben schaust und dann nochmal ins Gesicht drückt, ist es wirklich sehr unangenehm. Aber es funktioniert mit Brille. Also theoretisch, was heisst theoretisch? Ich habe gestern Abend noch 3 Stunden gespielt. Es ist gegangen. Das sagt ja schon verdammt viel. Also 3 Stunden ist viel. Ja, ja, eben. Also 3 Stunden in VR ist extrem viel. Und eben, ich habe es eigentlich, abgesehen von dem jetzt, dass mit Brille so ein bisschen hinterher drückt, habe ich es bequem gefunden. Ich habe aber, als ich nach diesen 3 Stunden, gut, ich habe wieder eine kleinere Pause gemacht, aber nach diesen 3 Stunden, als ich es abgezogen habe, habe ich so einen mega Abdruck auf der Stirn gehabt. Ja, klar. Aber ich habe es nicht gespürt. Also es hat mir nicht irgendwie die Stirn gedrückt oder so. Ja. Aber man hat es gesehen, dass ich etwas haben kann. Ja. Ja. Ich glaube eben, es ist wirklich oft so, dass VR ist so krass individuell und eben, manchmal findest du einfach eine bequeme Position. Ja. Aber das ist irgendwie schon ein bisschen... Wenn du die gefunden hast, dann zieh es nicht mehr ab und mach nicht mehr dran, wenn du so wie du kannst. Aber einfach zu sagen, das ist
es hat es auch die irgendwie, oder? Das ist irgendwie schade. Also ich hatte die MetaQuest Pro von dem ein bisschen, hatte dort weniger das Problem gehabt, dass ja. Man muss sie, die muss man auch festmachen, aber die drückt man dann vielleicht ein bisschen woanders. Und vor an der Stirn ist halt schon sehr ecklig. Ja. Aber so ist es geil. Eben, ich finde es schade, hat sie keine integrierte Kopfhörer. Du steckst wie hinten am Band, kannst die, wo mitgeliefert sind, so ein Band reinstecken, das dann so in ihr Kopfhörer hat. Mhm. Ich finde die halt nicht so geil, weil du hörst, ich höre nichts mehr außer dran. Ja. Ich habe so auf eine Art lieber eigentlich die Quest-Lösung, die wirklich Lautsprecher an und für sich hat, die wirklich noch gut tönt. Mhm. Und dann höre ich auch noch mega gut, was sonst passiert. Und wenn ich das nicht will, kann ich Kopfhörer anlegen. Oder? Ja. Und einstecken. Ich finde, die Lösung passt mir jetzt besser als da, wo ich einfach entweder isoliere ich mich komplett oder ich muss über irgendwie Boxen hören von der Anlage. Oder? Das ist ja, es hat ja cool gefunden, aber wahrscheinlich auch wieder eine Kostenfrage, oder? Mhm. Ja, ja. Was ist aber für leichter? Nimm ich an. Genau, sie ist leichter. Als, ja. Mhm. Und, ja, genau. Und sie hat Vibration. Ja, was die anderen nicht haben. Das haben wir gestern kurz, wo wir Horizon gespielt haben, habe ich ein paar Mal gespürt. Und dann gefunden, ich weiß nicht, ob ich es geil finde. Weil es wirklich der ganze Kopf wirklich so erdbebenmässig irgendwie vibriert hat. Mhm. Ich habe gestern aber noch ein Spiel gespielt, wo ich es wirklich extrem cool umgesetzt gefunden habe. Und geil. Zwar Pistol Whip. Hast du das mal gespielt, Phil? Ja, das habe ich auch schon mal erzählt. Ja. Das ist ja schon ein älteres Spiel, oder? Hat es für diverse andere VR-Plattformen gegeben. Und ich habe das gestern das erste Mal auf PlayStation VR 2 gespielt. Und dort ist es halt so, also es ist wie ein On-Rails-Shooter und du tust mit virtuellen Waffen tust Roboter erschießen im Takt zur Musik und das ist super geil. Super Spiel. Und die Roboter schießen auch zurück und diesen Schuss musst du ausweichen. Und das Geile ist, jetzt eben bei PSVR 2, wenn du diesen Schuss ausweichst, spürst wie die Schüsse neben dir durchgehen, neben dem Kopf. Also du spürst wirklich wie geil. Von vorne gegen hinten spürst du, wie der Schuss an deinem Ohr vorbeigeht. Und das ist so ein geiles Gefühl. Es ist so ein Detail, cool. Aber ich finde, es macht das Spiel jetzt so viel besser. Und ich finde, wahrscheinlich auch jetzt im Vergleich zu VR-Headsets, die das jetzt nicht hätten, es ist noch so ein Cherry on top. Weißt du, das ist verdammt geil gemacht, wirklich. Ja, das glaube ich. Ich habe eben auch noch ins Horizon gezockt. Und also erstens, visuell definitiv super. Also das ist sicher etwas vom grafisch Besten, das ich bei VR schon gespielt habe. Und eben, du bist irgendwie sehr viel rumklettern und kannst rumlaufen und dann im Kampf eben, hast du natürlich den Bogen und dann kannst du dann auch so von hinter deiner, vom Rücken vorziehen und dann wie halt wie einen Bogen bedienst, kannst du ihn spannen. Du musst dann auch noch die Pfeile zusammenbauen. Also es liegt dann einfach der Pfeil dort und du tust die Feder anheben und dann ist sie dran. Eigentlich musst du irgendwie deine die Eispickel zusammenbauen und die Schnur drum herumwickeln. Und dort hat für mich schon die Immersion schon gebrochen, weil es hat nicht richtig funktioniert. Und dann habe ich eigentlich eine unlogische Bewegung gemacht. Also ich hätte es wie abgewickelt, wie das Kabel. Es hat einfach, ich glaube, wenn es einfach irgendwann mal wieder Faden verliert, also sprichwörtlich, dann stimmt es nachher nicht mehr. Und du musst halt die eine Bewegung einfach durchmachen. Und wenn es funktioniert, ist es geil. Dann wickelst du wirklich so übers Kreuz den Faden und machst dann irgendwie die Klingen an das Holz hin. Ich weiß auch nicht, ich bin noch gespannt, was in diesem Game noch kommt. Bis jetzt finde ich es ist easy, aber es ist so, das hast ja alles, die Klettergames und Bogenschiessgames, das hat es ja alles schon gegeben. Und das ist immer witzig in VR, weil du halt kannst irgendwie in Deckung gehen, hinter einem Felsen und so, und da rumschiessen. Das habe ich geil gefunden. Ich bin ja bis zu einem Punkt gekommen, wo du hast müssen klettern, aber Stealth-Klettern. Also du hast die Roboter die nicht dürfen sehen. Und das war so ein Moment, wo ich sehr geil gefunden habe, wo du wirklich so du bist am Klettern gsi, irgendwelche Holzwände, und durch die Holzwände hast du halt durchsehen. Dann hast du wirklich durch die Spalte durchschauen, ob die Roboter gerade schauen, und wenn sie nicht schauen, musst du weitergehen. Das habe ich recht geil gefunden. Aber ja, aber wahrscheinlich nichts, was man jetzt noch nie hätte gesehen und wo jetzt irgendwie revolutionär wäre, definitiv. Es ist einfach immer ein bisschen, weißt du, wenn es nur ein Gimmick ist, dann ist es einfach nicht genug lustig, dass ich 3 Stunden spiele, oder? Ja. Dann finde ich habe es jetzt witzig gefunden, 1-2 Stunden, aber dann ist immer der gleiche, es ist wie immer in VR, dann ist der Kompromiss, tue ich mir das an, weil es einfach weniger chillig ist, als einfach auf ein normales Game spielen, oder gebe ich es mir, weil es einfach mit, ich meine, es ist einfach geil in VR, das ist unbestritten, oder? Ich meine, wenn auch, wo wir Moss gamed haben, und du spielst wie in einer Miniaturwelt, bist du irgendwie der Gott und so eine kleine Maus, die du steuerst. Ey, du hast das Gefühl, du bist in so einem Miniaturland, in einem Legoland oder so, und du bist ein Riesen. Das sieht so geil aus und auf einem Monitor ist es einfach flach. Oder?
Also wie Jahre schon. Was ich irgendwie gefunden habe, immer, also ich habe ein bisschen mit der Quest Pro ein Sachen gespielt. Also Star Wars, das haben wir ja gezockt, irgendeine Version von dem habe ich auch gespielt. Und wie du sagst, es gibt so Gimmicks und das ist kurz lustig. Und dann sind die irgendwann alt und dann ist das Game so mittelmäßig. Was mich einfach, ich finde immer, wenn sobald du dich musst in VR bewegen, dann funktioniert es für mich irgendwie nicht. Weißt du, Games, wo du stationär bist, oder eben so Shooter on Rails oder Beat Saber, und ich weiß nicht, ein Spiel haben wir ja, glaube ich, auch noch ausprobiert, das kann ich mir auch noch vorstellen. Aber überall, wo du im Game stationär bist, ist es okay. Oder dich nur so in einem Umkreis von einem Meter ein bisschen bewegst, zum Ausweichen oder so, das ist super. Ja. Das sich bewegen, das Laufen quasi, das finde ich so desorientierend, weil du quasi stehst. Und du kannst dich zwar drüllen und kannst rumschauen und das funktioniert, aber du kannst nicht führen laufen, weil du bist ja irgendwo in deiner Stube und dann laufst mit dem Controller und eine komische Mischung dann irgendwie. Also das hat mich bis jetzt noch nie überzeugt. Ja, aber bei Rennspielen, also ich habe gestern nochmal Gran Turismo daheim gespielt, im Stream, wo wir es ausprobiert haben, ist mir auch schon ein bisschen schlecht geworden. Daheim ist genauso schlimm gewesen. Ich musste wirklich Pause machen nach dem zweiten Rennen. Vor allem habe ich eine Strecke gefahren, die noch rauf und runter ist gegangen in der Kurve. Und mir ist wirklich verdammt schlecht geworden. Also Rennspiele sind also sehr, sehr desorientierend. Obwohl du einfach hockst und in dem Sinne nicht bewegst. Also das Auto bewegt sich, aber es ist gleich sehr, sehr viel für meinen Körper gewesen. Ich weiß nicht. Aber ich stimme dazu, ja, so die simpleren Spiele, wo du nicht viel musst bewegen musst und wo Zeug auf dich zukommt und musst reagieren, ist einfacher, als wenn du selber eine dreidimensionale Umgebung bewegst, definitiv. Weißt du, es sagt ja auch, jetzt bestätigt gerade die News-Sage Samuel, dass er auch Pistol Whip bringt, das Game, das ich weiß nicht, 4 Jahre alt ist. Ja. Und ich dir zum Beispiel auch noch gesagt hätte, wenn es super hot gibt, dann sicher auch. Das ist einfach immer noch eins von mit Abstand geilsten VR-Games, die es gibt. Und ich meine, ich finde einfach krass, es gibt einfach wie eine Handvoll. Obwohl, was ich mir im Fall jetzt gerade noch installiere, und ich nehme noch ein Update, gibt es auf der PlayStation, No Man's Sky hat es gerade das x-te Gratis-Update gebracht. Und jetzt haben sie ein voll krasses VR-Update rausgegeben, offenbar. Das müsste Shit sein. Ich muss es heute gerade installieren. Ja, das wollte ich auch ausprobieren. Ja, da muss man dann erzählen, weil ich habe das halt auf dem PC. Und ich glaube, ich zocke es dort dann mit halt einer anderen VR-Brille. Aber ich bemerke, muss mir da wirklich erzählen. Von dem bin ich sehr gespannt. Hey, was ich noch ausprobiert habe, noch ein Punkt, die haben wir Res Infinite runtergeladen. Wenn wir schon bei den On-Rail-Shooter sind und bei Sachen, die du nicht viel musst bewegen musst, beziehungsweise die sich selber bewegt. Aber das ist so eine ganz kranke, ich weiss, so, es geht so ein bisschen thronmässig aus. Du schwirrst da durch virtuelle Welten und musst Viren abschießen. Und das habe ich mir echt nur gekauft, weil ich gehört habe, dass dort mit den Augen kannst zielen. Und das stimmt tatsächlich. Also das VR-Headset hat innen drin noch 2 IR, also Infrarotkameras, die deine Augen tracken. Also es sieht, wo du her schaust. Und in diesem Spiel kannst du wirklich die Gegner anvisieren mit den Augen und dann auf sie schießen. Und das ist so sick. Es ist so, das ist geil, so unglaublich, dass das funktioniert. Geil. Also, du musst dich hure dran gewöhnen, weil ich während dem Spielen schaue nicht unbedingt immer dort her, wo ich her schieße und so, sondern schaue halt das ganze Level. Aber dann musst du dich so wie dran gewöhnen, okay, jetzt ich schaue dort her und schieße dort her, jetzt schaue ich da her und so. Aber es funktioniert einfach. Das habe ich wirklich so. Das ist so, noch so ein Wow-Moment gewesen, den ich sicher mit der alten PSVR nicht hätte können haben. Das Eye-Tracking ist eh geil, das haben wir ja, das ist ja eh lustig gewesen. Du kannst ja es geht immer um den Augenabstand, kannst einstellen, für das jetzt ein Rädchen. Und ich finde das immer schwierig bei diesen Brillen, weil du schaust dann irgendeinen Text an und in VR ist eh nichts perfekt scharf. Und dann drehst du dem Rädchen und dann denkst, ich glaube, jetzt ist es gut. Und das finde ich immer nervig. Und das ist da mega geil, du siehst, es zeigt dann wie deine Augen, es bildet dir so eine Brille ab und dann so zeichnest ein paar Augen und das sind halt deine Augen und dann kannst du wirklich den Abstand von der Augen, von der Linse so verstellen, bis es anzeigt, okay, deine Augen sind jetzt hier in der Mitte. Das sieht dann auch ein bisschen knackt aus, hast das Gefühl, hey, was ist mit meinem Auge los? Seite schaut immer so links, rechts. aber das war lustig. Vielleicht habe ich zu wenig grosse Augen. Ja, es hätte deine Augen eigentlich nicht können tracken, wo wir es gemacht haben. Hat sie nicht erkannt. Einfach. Das sind einfach, weil ich so müde bin immer. Ja. Nein, aber sonst, wie gesagt, es ist, ich glaube, wer VR will ausprobieren und eine PlayStation hat, für den ist logischerweise die geilste Lösung. Absolut. Und es ist sicher auch momentan eine der besten VR-Brillen. Aber eben, man muss jetzt nicht irgendwie erwarten, dass jetzt das anders ist als andere VR-Erlebnisse, aber es ist ein
ein sehr geiles Gesamtpaket, auf jeden Fall. Alright, dann, ja, komm, erzähl ich du über das Metroid Prime Remastered, das Game, wo mir schon meine Kollegen früher immer haben wollen aufschwätzen und ich habe mich irgendwie einfach nie können ich höre nicht begeistern. Auf, bis du das Spiel mal gespielt hast. Ich werde in jedem Podcast darüber reden, bis du das Spiel mal gespielt hast. Aber zuerst hätte ich eine Frage, Samuel. Du nicht dir Unrecht, wenn ich dich als Nicht-Gamer würde bezeichnen. Beziehungsweise, du spielst nicht viel Spiel, oder? Nein, ich spiele nicht viel. Das ist genau so. Okay. Früher mal mehr, mittlerweile weniger. Ja, das ist mir nicht unrecht. Ja. Casual! Völlig casual. Hast du aus deiner Perspektive von jemandem, der nicht viel spielt und sich vielleicht nicht so viel informiert in diesem Bereich, ist der Metroid oder Metroid Prime ein Begriff gewesen, jetzt vor diesem Podcast oder bevor das ich darüber geschrieben habe? Nein. Nein. Gut, gute Antwort. Dann kann ich mich darüber aufregen. Ich finde, Metroid sollte auf einer Ebene sein wie Mario und Zelda, weil es ist wirklich eine von den... Von der doch. Okay. Was, die sagen nein, alle doch. Etwas, aber das ist einfach wirklich... nein. Es ist wirklich eine von den besten Serien, die Nintendo hat. Und es ist eine Chance, dass sie in den letzten Jahren vor allem so kaum Beachtung gefunden hat von Nintendo. Es hat ja vor 2 Jahren haben sie noch Metroid Dread rausgebracht. Das ist eine 2D- Variante gsi, aber Metroid Prime, die 3D-Serie ist seit Metroid Prime 3, wo ja irgendwie 2009 so irgendwie ist rausgekommen für die Wii, hat es kein neues Spiel mehr gegeben. Und jetzt komplett überraschend haben sie vor 2 Wochen an Nintendo Direct haben sie Metroid Prime Remastered angekündigt. Und wie der Name schon sagt, ist es ein Remaster vom Originalspiel aus dem Jahr 2002. Wo der damals auf dem Gamecube ist rausgekommen. Und ich habe mich sehr gefreut, als das angekündigt wurde, weil das ist wirklich eines meiner All-Time-Favorites. Ich habe aber auch ein bisschen Angst gehabt, das wieder zu spielen, weil, wie das ja so oft ist, das Spiel besser in Erinnerung, als sie wirklich sind. Vor allem viele Spiele aus dieser Ära sind nicht so gut gealtert. Ich finde, vor allem so frühe 3D-Spiele merkst du, dass sie alt sind. Ja, ja. Oder? So, 2D-Spiele sind viel zeitloser, aber so frühe 3D-Spiele merkst du, die Entwickler haben noch viel herausfinden müssen. Es ist ein bisschen wackelig hier und da und so. Darum habe ich ein bisschen Angst gehabt, das wieder auszuprobieren. Was hast du noch sagen, Phil? Nein, ich habe nur gerade überlegt, weil das ist ja eben GameCube und das war so genau meine Zeit gewesen, eben Nintendo 64, GameCube und so. Und ich glaube, für denen, die uns zulassen, ist ja, glaube, der Altersschnitt etwa ähnlich. Und im Jahr, das haben die meisten dort dann auch gezockt. Und dort ist ja, der GameCube ist zwar im Vergleich zum 64 ein bisschen abgestürzt, aber das ist eines von den so 92er-wertigen Games in den Nintendo-Magazinen und so gewesen. Das ist genau. Einfach eines von denen sozusagen die Must-Plays für Nintendo gewesen. Ja. Und eben, ich habe eigentlich so nicht gefühlt. Also, aber du hast es dann ausprobiert? Ja, der Kollege hat mich immer dazu genötigt und er hat es einfach sehr geliebt, ob ich irgendwie... Ich habe die Steuerung nicht geil gefunden und ich hat mich einfach nicht interessiert. Also, nicht interessiert. Das Gameplay hat mich einfach nicht gepackt. Ich glaube, ich bin dort auch schon ein bisschen zu viel auf der PC-Schiene vielleicht auch gewesen und dort hat es halt schon sehr viel zu 3D-Sachen gegeben. Ja. Ich weiß es nicht, ich bin einfach nie rein gekommen, aber ich glaube, ich würde es schon mal noch gerne ausprobieren. Ja. Aber auf jeden Fall, meine Ängste, dass meine Erinnerungen irgendwie, dass sie mich getäuscht haben oder so, die sind vollkommen falsch gewesen, weil es ist immer noch eines der besten Spiele, wo je gemacht wurde. Und es fühlt sich in heutiger Zeit, fühlt sich lustigerweise, obwohl es so alt ist, sehr erfrischend und neu an. Und das ist, weil es 2 Sachen komplett anders macht als aktuelle Spiele, die rauskommen, als die grossen AAA-Blockbuster von den bekannten Publisher. Erstens mal Storytelling, das einfach sehr minimalistisch ist. Es gibt keine Cutscenes, es gibt kein Voice-Over, sondern du wirst einfach auf einem verlassenen Planet ausgesetzt und musst dir deine Story selber zusammensuchen. Du spielst eine Kopfgeldjägerin, die so eine außerirdische Lebensform sucht. Und eben, du bist auf dem Planet Talon 4, heisst er. Und du tust mit einem Scanner, du tust echt deine Umgebung scannen und kannst alles scannen und so Informationen über den Planet, über die Hintergrundgeschichte, über eine vergangene Zivilisation, die man dort war, findest du so ein bisschen raus. Du kannst so viel oder so wenig scannen, wie du willst. Also, wenn es dich nicht interessiert, dann rennst du einfach durch alles durch. Und wenn es dich interessiert, dann kannst du so die Hintergrundgeschichte selber zusammenpuzzeln, sozusagen. Und das ist super cool. Es ist so,
eben, ich liebe so Cutscene-Games oder Games mit viel Voice-Over. Eben, Last of Us gehört zu meinen absoluten Lieblingsspielen. Aber es war so erfrischend, mal wieder ein Spiel zu spielen, wo dir einfach nicht alles auf dem Silbertablett serviert, sondern je mehr dass du drin investierst, desto mehr bekommst du zurück. Darum erinnert es mich so ein bisschen an die Souls-Games, oder? Dort ist ja, du bist einfach irgendwo ausgesetzt und die Hintergrundgeschichte wird dir jetzt auch nicht irgendwie ins Gesicht gedrängt, sondern du kannst selber die Items zusammensuchen und lesen, was sie bedeuten. Und je mehr du dort investierst, desto mehr bekommst du dort zurück. Und das zweite ist das Gameplay. Und das ist auch ein bisschen ähnlich. Dort bist du auf die ELA gestellt. Das ist ein Game, das dich nicht in der Hand hält, sondern eben, du bist auf dem Planet und viel Glück. Also, probier mal dort herzugehen, probier mal dort herzugehen. Dort wirst du nicht weiterkommen, dort kommst du ein bisschen weiter. Und wie das so ist bei den Metroid-Games, du startest mit quasi gar keine Fähigkeiten. Und mit dem Verlauf, im Verlauf der Zeit schaltest du immer wieder neue Sachen frei. Und mit den neuen Sachen bekommst du Zugang zu neuen Gebieten auf dem Planet. Und eben, das Spiel sagt dir nie, wenn du jetzt eine neue Fähigkeit freigeschaltet hast, die kannst du jetzt dort einsetzen. Geh jetzt dort her. Also, das ist nicht ja. Questmarker. Auf der Minimap steht nichts. Du hast nicht irgendwie Companions, wo dir die Lösung zu einem Rätsel verraten, bevor du überhaupt nachdenken kannst. Und das Spiel erwartet von dir, du musst durch die Welt laufen, du musst alles genau anschauen, du musst dir alles merken. Und wenn du eine neue Fähigkeit freigeschaltet hast, musst du daran denken, was du bisher gesehen hast und überlegen, wo du mit dieser neuen Fähigkeit kannst weiterkommen kannst. Und das ist aber halt. In diesen 2D-Metroid ist es namens von Art noch einfacher, um sich zu orientieren. Du hast dann auch Karten und dann geht es halt nur links, rechts, auf und runter. Ja. Und wie gross ist denn da der Bereich, wo dich eigentlich musst bewegen musst, wo du kannst feststecken kannst oder wo du einen neuen Weg musst suchen musst und wie einfach ist das dort zum Navigieren? Es ist, also ich finde die Spielwelt riesig für das, was es ist. Und du hast so verschiedene Biome, du hast wirklich so eine so Dschungelwelt, Eiswelt, Lavawelt und so, das klassische Zeug, das man aus Games kennt. Und die sind alle auf ganz überraschende Art und Weise miteinander verbunden und du entdeckst dann auch immer neue Verbindungen zwischen den Welten, neue Shortcuts und so. Und es wird immer wie komplizierter. Und ja. Darum eigentlich das Potenzial, dass du verlierst und nicht weißt, wie es weitergeht, ist eigentlich relativ gross. Ja. Aber ich finde, es ist so gut designt, dass du immer etwas im Kopf hast, wo das Gefühl hast, vielleicht könnte es dort weitergehen. Und das Problem, ja, für dich gesehen, ist ja dann auch, dass du mega viel Backtracking machst. Also du läufst immer wieder durch das gleiche Gebiet. Aber weil du immer wieder neues Zeug freigeschaltet hast, kannst du immer wieder neues Zeug machen in diesen Gebieten, wo du schon durchgelaufen bist. Es ja. ist immer so, also du fühlst dich nie wirklich mega stuck, dass du gar nichts machen kannst, sondern du hast immer wie irgendetwas in Aussicht, ah, dort könnte ich es noch probieren oder dort könnte ich es noch probieren. Wenn du dann wirklich lang einfach nicht weiterkommst, gibt das Spiel so einen Hinweis in Form von so Scans, die reinkommen und sagt dir, hey, schau, in die Richtung, da jetzt irgendwie habe ich recht viele komische Monster gescannt oder so irgendetwas. Geh mal ja. dort in die Richtung schauen. Aber eben, wie du dort herkommst, ist dann auch ein Rätsel. Das setzt dann gleich nicht. Ja. Und wie bist du? Ich bin fast fertig jetzt. Ich bin fast okay. fertig. Wie lange ist es? Ich glaube, wenn du es wirklich gut kennst, kannst du es so in 10 bis 13 Stunden machen. Und lang aber. Ja. Das ist lang, ne? Aber ja, wenn wie ich jetzt so gar keine Erinnerung mehr hast, wie so das Zeug, wirst du, ich nehme mal 15, 16, 17 Stunden so in die Richtung. Ja, okay. Ja. 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 Ja, ich hatte irgendwie auch die 2D mit. Ich meine, ich habe Dread habe ich noch cool gefunden, aber irgendwann dort habe ich Signal ein bisschen satt gehabt, weil. Weißt du, es sind so, für mich so random Sachen gewesen. Dann hast du mit irgendeiner Wand reinschiessen und dann bist du dort weitergekommen. Ja, das ist und, geil. Ja, aber das ist mir sind so zu random irgendwie. Weißt du, einfach irgendwie so ein das Trial and Error. Vor allem dort, dann ist es, also im Dread ist es ein bisschen oft gewesen. Fuck, komm nicht weiter. Ah, okay, schiess mal alle Wände. Ah, okay, da wäre es weitergegangen. Das war mir dort wirklich jetzt dumm. Ja. Bosskämpfe waren dort sehr geil. Aber ja, ich weiß auch nicht. Du hast gesagt, die Steuerung war ja. scheiße beim Original. Das ja, stimmt. Genau. Die ist jetzt nicht mehr scheiße. Für die, die es nicht kennen, im Original hast du einfach mit einem Stick gesteuert. Und du spielst ja aus der Ego-Perspektive. Und das ist für alle Leute, die irgendwie Ego-Shooter sonst spielen, sei das mit Maus und Tastatur oder mit dem Controller mit zwei Sticks, ist das einfach absolut unintuitive Steuerung. Und das haben sie dann zumal gemacht, weil Nintendo hat Angst gehabt, dass die Leute überfordert sind, wenn sie zwei Sticks brauchen müssen. Aber das hat es ja nicht gegeben. Oder? Damals ist einfach auch, das ist nicht so, heute ist es so logisch. Ja, ja. Du da links laufst, rechts schaust. Und damals ist es einfach, hat man das nicht gehabt. Also, das ist schon ein neues Konzept gewesen, absolut. Ja. 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 Und wie hast du das gemacht? Also hast du mit einem Stick vorne, hinten und wenn du links, rechts zu hast, hast du dich gedrillt? Oder was hast du gemacht? Du
Du hast, ja, also vorne, hinten, genau. Und wenn du vorne und ein bisschen gegen rechts gedrückt hast, hat sich deine Figur einfach in ihrer Rechtskurve gegen vorne bewegt. Aha. Aber du also hast es ist links, wirklich rechts laufen quasi, also Strafe auf Englisch, das hast du nicht gehört. Hast müssen, es hat ein Lock-On-System und wenn du es aktiviert hast, hast du können strafen. Und ah, okay. Die Steuerungen früher sind da Hass gewesen. Da kommt es mal aus dem Sinn, es ist so kompliziert. Ja, es ist absolut kompliziert gewesen. Und jetzt hast du 2-Stick-Steuerung, aber man muss immer noch sagen, es ist kein Shooter. Also es ist kein Ego-Shooter in dem Sinn, weil die Feinde, die du hast, die kannst du immer noch mit dem Lock-On, also die musst mit dem Lock-On anvisieren und das ganze Spiel ist auf das ausgelegt eigentlich. Es ist mehr Zelda und weniger Ego-Shooter so im Gameplay. Ja. Okay, also das ist Metroid Prime Remastered, kann man jetzt auf der Switch kaufen. Genau, dann habe ich noch eins, und zwar so Atomic Heart. Ich rede mal zuerst über das Game und dann nachher über die Problematik, die das ganze Game umgibt, wo sich ja immer mehr jetzt noch rauskristallisiert hat. Aber genau, vielleicht zuerst zum Game. Als einfachste, wenn man die Games kennt, kann man es wirklich beschreiben als eine Mischung aus Bioshock und Fallout und vielleicht noch ein bisschen Portal. Es ist ein Ego-Shooter, der in so einem Alternativ-Universum spielt, wo in so einer futuristischen UdSSR, aber eigentlich in den 1950, aber dass sie da irgendwie durch irgendwelche wissenschaftlichen Durchbruch sind sie einfach zu der Tech-Nation von der Welt geworden und sie haben etwas entwickelt, das heisst Polymer und das, mit dem können sie irgendwie bauen sie irgendwie die Roboter, also die ganze Welt dort ist voll von so intelligenten Haushaltsrobotern, Handwerkrobotern und du bist so ein Spezialagent und du bist in dem, also es ist eigentlich ein Testgelände, aber ein riesiges, oder? Also es ist wie so eine Stadt oder eine kleine, schon fast ein kleines Land, so genau weiß ich nicht, wie gross das ist, aber auf dem Testgelände haben sie das schon ausgerollt, oder, die Technik, und all die Roboter fliegen die Drohnen und so. Also wirklich, die Welt ist wirklich geil, muss man sagen. Das ist so eine totale Sowjetromantik, aber das Design ist wirklich, wie man sich's in den 50ern, wenn man so vermutlich an den Weltausstellungen so ein bisschen Zukunft designt hat. Ja. Wirklich so in dem. Und einfach all das ist drin. Also ich finde, visuell ist es super geil. Also das ist einfach von diesen Robotern, weißt du, irgendwie so mit diesen komischen Rundungen oder wie sie sich bewegen und die einen, ich weiß nicht, warum diesen huren Hitler-Schnauze haben, obwohl es Sowjetroboter sind, komme ich nicht ganz draus. Aber ja, natürlich, wie es immer ist, dann, aus irgendeinem Grund, wo du dann im Verlauf des Spiels erfährst, laufen die alle amok und das hätte es natürlich gar nicht dürfen können, oder? Und praktischerweise sind viele von denen in ihren Mitteln, also der Baumsäge-Roboter, der ist natürlich ein super Kampfroboter gleichzeitig. Aber die Story spielt da gar keine Rolle. Du bist einfach der Supersoldat und musst das halt wieder regeln. Du selber hast auch irgendwelches mechanisches Zeug in dir, weil du mal irgendwie fast draufgegangen bist und dann hat man dich da zusammengeflickt. Du hast noch irgend so einen... Nur schnell, kann das sein, das ist so ein bisschen, also von Ästhetik her und von Welt her, so das Retro-Future-Zeug, eben so ein bisschen Fallout-mäßig, oder? So, hey, total. Es ist, ja, genau. Es ist wirklich, ja, wer Fallout kennt, das ist eigentlich genau das, einfach aus Sowjet-Sicht. Ja. Die haben ja immer so einen Retro-Zukunft gehabt. Und genau, du fängst dann irgendwie an in so einer unterirdischen Bunker, später gibt es dann auch so ein Open World, kannst du dann auch so den Weg suchen und genau, du hast noch so eine in der Hand, du hast so ein Händchen, wo eigentlich mit dem Polymer funktioniert und dort ist auch so eine AI drin und die quatscht dann die ganze Zeit mit dir und mit der Händchen kannst du auch wie so alles aufsaugen und dann tut's dann erklärt dann wie, dann komprimiert dann alles in den Händchen rein, irgendwie durch irgendeine Technik. Und dann kannst du wirklich so das Zeugs looten. Dann gehen einfach alle Schränke gehen auf und du lootest alles trainieren. Schwitzig gemacht, aber es ist auch eines von diesen Games, wo relativ viel musst looten. Und du kannst dann auch, wie im Bioshock, du kannst dann das aufrüsten mit Blitzen abführen, eingefrieren, du kannst aufschweben lassen und runterknallen lassen. Das ist einfach so eine Handvoll Fähigkeiten, die du auf dem Händchen kannst ausrüsten. Gibt die jenste Waffe, wo recht geil von den Designs, wo jedes Upgrade siehst und du kannst dann so Kartuschen drin tun, dann schrübelt er die vorne nie, weißt, für Feuerschaden und so Spass. Actionmäßig wirklich geil, also irgendwie eine gute Wucht, um die Roboter zu bekämpfen. Und es ist eine geile Dynamik, weil sie bewegen sich so akrobatisch, also ist wie so ein Zirkusathlet, irgendwie so, hampeln sie irgendwie um, machen Saltos und,
Das ist echt geil. Vor allem die Bosskämpfe. Einer von den ersten ist eigentlich der geilste. Der Mick Gordon hat ja den Soundtrack gemacht. Das ist der, der für Doom den Soundtrack auch gemacht hat. Das ist wirklich so ein geiler Metal-Sound kommt dann. Hinten kommt dann einfach so eine riesige, grosse Kugel. Also ähnlich wie bei Incredibles. Dort hat sich auch mal so ein, genau wie bei Incredibles. Dort hat sich auch so ein Kugelroboter. Das hat mich sehr an den erinnert. Es ist einfach eine Kugel, die noch so Arm ausfahren kann, wie so Morgenstern. Und dann, ey, der bewegt sich in einem Affenzahn, rollt der um und dann schmeißt er irgendwelche Feuerbälle und dann langt mit dem Arm nach dir. Und du bist wirklich so in einer Hektik da, an dem Abenballer. Recht geil. Das andere Element ist, neben dem ganzen Action, ist einfach eben die. Die Welt ist so weird. Also weißt du, es fängt an mit irgendwie. Es sind einfach total komische Schlösser, wo du irgendwie. Dann blinkt irgendein Zeug und er muss in Richtung mal schnippen mit den Fingern, damit er knacken kann. Oder irgendwelche Farbcodes. Oder dann hat es Räume mit magnetischen Decken, wo du kannst dann blitzen und Pol umkehren. Und dann musst du dich so durch den Raum navigieren, indem du das richtige Zeug auf und ab lässt. Also die Rätsel sind einfach nicht einfach so 0815. Nein, sind recht überlegt. Okay. Genau, sind nicht jetzt irgendwie weltbewegend, aber da steckt schon etwas dahinter. Und ich kann aber generell so die Ästhetik und das Entdecken, das ist etwas vom Geilsten gewesen. Weißt du, du kommst wieder in irgendwelche Räume oder hat es einfach irgendwelche komischen Bauten. Weißt du, irgendwie so komische Tank, riesengroße, wo irgendwelches Zeugs drin schwimmt und irgendwelche Roboter, die das rausnehmen und einfach sich immer geil bewegen. Visuell gibt es huere viel her. Das ist wirklich geil zum Anschauen. Also wirklich Action und Welt super geil und du kannst dann auch sowieso. Du kannst einfach der Story folgen. Du kannst mit dem Handschuh kannst auch noch das Zeug scannen. Dann hat es noch solche Watchdogs-Element. Dann folgst du sozusagen der unsichtbaren Verbindungslinie und kannst dann zum Teil einfach so riesengroße Drohnen runterholen. Du kannst sagen, die musst jetzt notlanden lassen für Reparatur. Dann kannst du dich dort dran heften. Und dann geht sie wieder rauf und dann kannst du dich irgendwo abseilen und dann kommst du in so ein neues Gebiet rein oder du kannst eine Kamera hacken, um irgendwo eine Tür aufmachen. Das ist auch noch witzig. Kommt da relativ wenig vor. Du kannst auch noch klettern und so. Es hat wie alle Elemente. Mhm. Genau, aber der Hauptgüssel von dem Game ist einfach die Hauptfigur. Wirklich, ich habe noch nichts darüber erzählt, weil sie eigentlich auch nichts zu erzählen hat, aber immer schwätzt und wirklich ein verdammter Trottel ist. Also ist wirklich, ich glaube, vor allem in den ersten zwei Stunden ist es extrem. Der ist nonstop am Motzen, immer am Umschimpfen, er findet alles scheiße und ist so ein, am Anfang wirklich so ein eingebildeter militärgeiler Stiefellecker, der einfach wirklich so linientreu und eben geil da unser Staat und ich mache alles und ich flick das alles wieder. Und einfach immer umfluchen und alle Roboter immer am Zusammenschiessen und also, weißt du, so herablassend und über alle Rätsel motzt. Oder? Dann hat sie wieder ein Schloss und dann findet sie, oh, was ist das für ein scheiß Raum da, wieso müsst ihr überall so blöde Rätsel vollpacken und lass mich raten, ich muss jetzt da noch 3 Schlüssel holen. Es hat dann auch so die typischen Fetch-Quests, das hat es regelmäßig. Weißt du, du bist irgendwo, musst 5 Teile zusammensuchen für einen Roboter, oder? Und dann motzt dann immer drüber. Und ich finde wirklich, es gibt nichts Nervigeres, als wenn so Mechaniken drin sind, das Game macht sich lustig drüber, aber sie haben ja offenbar keine bessere Idee gehabt. Also weißt du, das finde ich dann einfach dumm. Das ist auch schlecht, das weißt, wenn du sagst, so dumme Rätsel, die wir da haben. Aber wir haben da keine bessere Idee gehabt und haben es trotzdem eingebaut. Hey, weißt du, in welchem Spiel dass der Hauptcharakter nichts sagt und sich nicht die ganze Zeit beschwert? In Metroid Prime. Ja, gut. Ja, manchmal ist es besser, ja, wirklich. Hey, ich habe auch die Sprache geändert übrigens. Ich habe sie auf Englisch gespielt. Rein vertont ist gut. Deutsch, grauenhaft. Dort tönt er wirklich wie so ein Sack Herdöpfel, so richtig dumm. Es ist mega komisch, wirklich redet so, hey, I don't know, ich weiß auch nicht, was wir hier tun müssen. Er redet wirklich so, als wäre er hängen geblieben, als hätte er fast einen Sprachfehler oder so. Dort tönt er wirklich dumm. Das macht er gut, wenn das Ziel ist. Ich finde, im Russischen tönt es eigentlich, hat er am meisten Persönlichkeit, aber ich finde es anstrengend, wenn du noch am Umballern bist und gleichzeitig noch müsstest. Ja, das geht nicht. Schuhe Multitasking geht nicht, nein. Das ist mühsam. Da gibt es auch noch so notgeile Roboter. Da gibt's einen Upgrade-Roboter, sieht aus wie so ein Retro-Kühlschrank. Und die ist wirklich, die ist dich knallhart am Anmachen. Die will dich einfach mit ihrer Kiste. Wirklich, die stöhnt umeinander und so, hey, geil, jetzt bist du wieder da, hey, sexy und so. Und einfach so, es ist einfach, what?
Die, gesagt, das Game ist weird. Der Roboter wird sicher mit Sydney betrieben, also mit dem Ding. Ganz genau. Der Bot, der da drin ist. Stell dir vor. Und wirklich, auch wirklich die Hauptfigur bis zum Schluss. Und immer der Spruch, Crispy Critters. Das ist der englische Spruch, der rausläuft, wegen so, what the fuck. Was sagt er immer, das? Crispy Critters. Einfach random, wirklich random. Und eben inhaltlich auch mit dem Händchen. Es hat damals, der macht einfach so Exposition. Der erzählt damals einfach minutenlang, stellt die Hauptfigur dem sau dumme Fragen. Gell, aber das ist doch so und so. Und dann haben sie einfach so eine mega komische Unterhaltung, die einfach alles kurz erklärt. Völlig unnatürlich. Und das gibt es in Metroid Prime nicht. Hey, wirklich. Das, wusstest du, dass am Schluss hat es so eine geile Unterhaltung gehabt. Ah, genau, da redet über die Wissenschaft, wo da die abgefahrenen Sachen erfunden haben, so die Roboter und all das Zeugs. Und dann sagt er, ja, aber das Experiment ist fehlgeschlagen. Ist denn das ein Idiot? Du bist so, was redest du da? Bist du behindert? Wirklich, es ist so geil. Das ist die Schlussfolgerung, es hat einen Fehler gegeben. In dem Fall, weißt du, dann sagt es wirklich so einer Ernsthaftigkeit, so, was ist denn das? Dumm, also. Alter, du bist der einzige Dumme in dieser Geschichte. Und dann eigentlich, was auch so komisch ist, im Hauptmenü hat es so ein Digital Artbook. Kannst du durchlesen. Komplette Spoiler von der ganzen Story. Ey, musst du nicht freischalten von Anfang an. Kannst du mal also, übelst das spoilern. Du, das Game, das ist völlig absehbar. Was weißt du, es fängt an und du merkst, aha, ja, logisch ist der böse und du wirst da irgendwie durchgeführt. Aber es steht auch einfach dort. All die Details stehen drin, warum du so ein Trottel bist und so. Und ich finde es mega komisch. Es steht nicht irgendwie ein Spoiler oder so. Das ist einfach dort zum Anschauen. Normalerweise ist das... Ja. Hey, egal. Genau, das... wie gesagt, ich habe es relativ schnell, ich habe es in 14 Stunden irgendwie durchgezockt. Habe dann aber nicht natürlich nicht alle Nebensachen gemacht. Rein visuell und so ist schon noch außergewöhnlich, was du siehst. Und... Genau, aber jetzt der zweite Punkt, wo sich da so ein bisschen rausgeschält hat und im Vorhinein hat man schon ein paar Sachen gewusst, ist die ganze Problematik um den Entwickler Mantfish. Die sagen eigentlich, sie haben ihren Sitz in Zypern, aber hat sich jetzt auch rausgestellt, also erstens haben sie Büros in Russland und sie sind auch, viele von denen sind russisch, also die haben ja früher andere Games gemacht und so und haben eben offenbar auch viele Verbindungen zu Russland und so. Das per se wäre das ja nicht das Problem. Es hat dann halt angefangen mit so Datenschutzbedenken, wo dann irgendwie rausgekommen ist, in den Jula da, ist einfach drinnen gestanden, dass sie da eigentlich Daten liefern an russische Behörden. Sie haben dann da reagiert und gesagt, das stimme ich nicht. Also die Jula sei veraltet. Klar, ich kann das nicht überprüfen, ob jetzt das irgendwie noch drin ist oder nicht. Und dann das andere war, was aufgefallen sind, wo es darum gegangen ist, so den Krieg zu verurteilen zwischen Russland und Ukraine. Und da haben sie sich dann einfach immer so, so neutral. Da ist so irgendwie, nein, dass, wir tun das nicht politisch äußern und so. Und das sozusagen, weißt du, das Typische, es gibt auf beiden Seiten gibt's Schlechtes. Und das Neueste ist eben, dass der Minister für digitale Transformation von Ukraine, der fordert eben, dass man es eigentlich band das Game und das ganze Geld, das dort verdient worden ist, soll der Ukraine helfen. Mhm. Und er findet das halt eben unter anderem, weil die Mantfish wird eben auch finanziert. Also die haben verschiedene Geldgeber, die halt so direkte Verbindungen haben mit russischen Firmen. Also der GEM Capital zum Beispiel, der Gründer, der hat für Gazprom geschafft. Und auch GEM, die sind auch in dem ganzen Energielieferant oder einfach Energie. Ding verwickelt mit Russland und Gazprom, denen gehört ja das VK. VK ist ja auch, die bieten verschiedene Apps an und unter anderem VK oder VK Play. Das ist auch so die Steam-Alternative in Russland. Die haben ja halt auch zum Beispiel von dem Westen weg, haben sie unter dem Putin, glaube ich, auch da die ganzen Sachen anfangen entwickeln, dass sie halt eigene Services haben. Mhm. Und eben dort steckt einfach Gazprom dahinter und das Game kannst du in Russland auch nur über den Store kaufen. Und ich meine, das ist jetzt alles... Willst du nicht die russische Version von Steam müssen brauchen? Ja, vermutlich nicht. Stimmt, das vor. Ja, und auch Dings, der Mick Gordon hat sich auch schon irgendwie distanziert von denen, der den Soundtrack gemacht hat, ohne jetzt die direkt anzugreifen, aber der spendet irgendwie sein, was er dort verdient, auch an die Ukraine. Okay. Und ich meine, all das ist ja nicht irgendwie, das kann man ja gleich auslegen, wegen dem sind sie nicht irgendwie... pro Krieg und so. Mhm.
Aber sie haben schon offensichtlich Verknüpfungen, also zu einfach Sättigen, die pro Krieg sind, oder? Bei Gazprom und so, das ist ja eine direkte Verbindung mit dem Putin und so, und die unterstützen das ja auch. Und das ist, also das ist sicher ein bisschen problematisch, oder? Aber du weißt ja nicht, was die mit dem machen. Und das andere ist aber dann die, das sind dann halt so mehr solche die Verschwörungstheorien, aber ich hatte eben auch, hat mir jemand so verschiedene Sachen geschickt und ich bin so, ich Reddit und so, findest du da diverse Threads, die dann halt Sachen rauspicken aus dem Game, wo so ein bisschen Anti-Ukraine sollen sein, aber das ist halt, ich finde es jetzt sehr schwierig zu überprüfen, das kannst du halt zum Teil auslegen, wie du willst, oder? Es hat dann, hast zum Teil Bilder von der Hauptfigur mit so einem Hammer und das sieht dann halt schon irgendwie aus wie so die Wagner-Terrorgruppe, also dann ein eher Symbol, sieht schon so aus, aber das kann man ja auch, das kann halt einfach immer Zufall sein, so Sachen, oder? Und eben, da hat es Bilder von so toten Schweinen mit so einem Z drauf und das Z ist ja das Zeichen aktuell, also die russischen Invasoren haben das auf ihren Fahrzeugen und so und die in Russland wird auch die Operation, also glaube Operation Z oder so bezeichnet. Aber eben, es ist halt irgendwie, so Zeug ist schwierig, oder? Also, aber ich finde einfach, es hat halt schon, es sind relativ viele Sachen, die einfach da das Studio umgehen und sie tun sich halt irgendwie nicht äußern dazu, oder? Ah, okay, sie ist aber nie offiziell. Nein, sie sagen natürlich, ja, genau. Und ich finde es mega schwierig, also irgendwie es ist irgendwie viel, wo da zusammenkommt, aber du, schlussendlich, das muss ja nichts heissen, oder? Und wenn du, klar, sie tun sich halt eigentlich recht von Russland distanzieren, mit sagen, wir sind eigentlich Zypern und so, aber sie haben auch schon ihre Büros gezeigt und so in Russland und ja, es kommt dann halt ein bisschen fadenscheinig irgendwie über, aber ich versuche dann mal dann irgendwie nachzugehen, aber ich weiß, es ist schwierig zu sagen, wie gut man das kann. Ja, und eben das Spiel, die Sowjetromantik als Thema hat, macht die ganze Thematik ja auch nicht einfacher, oder? Nein, klar, dort sage ich mir natürlich schon, ich meine, das haben Dummies bei diesen Games ja auch absolut, immer, oder? Ja. Also, oder Fallout oder irgendwie Call of Duty und so. Call of Duty ist die reinste Propagandamaschine, ja, absolut. Ja. Genau. Also genau, das finde ich jetzt auch, das finde ich, kann man nicht vorwerfen. Ja. Da ist man, ja, wieso soll man nicht auch pro-russisch sein? Also meine, wegen dem bist du nicht direkt pro den Invasionskrieg. Aber das überschattet das Ganze einfach ein bisschen und darum eben viele finden, wir müssen das boykottieren. Und ja, es ist halt einfach, wie gesagt, also es ist wieder bei der J.K. Rowling. Also es ist schon so, wenn man das Game kauft, unterstützt es zumindest die Geldgeber dahinter, wo zum Teil wirklich so pro-russisch sind und das ist sicher problematisch, aber eben das ganze Studio selber, dort weiss man es einfach wie nicht. Also wie es tönt, wirst du es sowieso nicht kaufen, weil die Hauptperson einfach ein Trottel ist. Das heisst, es hat sich eher erledigt, kaufen lieber Metroid Prime, oder? Es ist schwierig. Ich finde zum Beispiel von Art, es hat viel Ungewöhnliches, wo ich noch nicht gesehen habe und geile Designs und so, aber also die Hauptfigur, die ist schon ein bisschen zum Ablöschen, muss man schon sagen. Ja. Das ist «Wer» oder «Ist» Atomic Heart. Es geht noch «Wild Heart», aber das erzähle ich sonst ein anderes Mal. Ich würde eh noch ein bisschen weiterzocken. Und «Backfire Wall» auch. So ein Schweizer Game aus Lausanne. Muss ich auch noch ein bisschen mehr drin zocken. Dann würde ich doch sagen, dann kommen wir doch zu unserer Spoiler-Diskussion. Und so wie ich es gesehen habe, sind die uns zulassen, haben es meistens auch gesehen. Oder euch sind einfach Spoilers egal. Ich weiß auch nicht, warum ihr da einfach immer weiter hört. Aber unsere Playthrough ist immer recht hoch, auch nach dem Cut. Aber falls ihr keine Lust habt, über The Last of Us Folge 6 zu hören, dann ist da Ende im Gelände für euch. Und sonst können wir gerne in unserem Discord noch weiter diskutieren. Eben den Link in den Show Notes. Und ja, sonst hören wir uns in 15 Sekunden wieder oder so. Tschüss. Ja, dann zurück mit The Last of Us Folge 6. Und Tommy, willst du in Stellvertretung von Luca das kurze Recap machen, was in dieser Folge genau passiert? Genau, das kann ich gerne übernehmen. Es ist ziemlich viel passiert wieder, obwohl man nicht viel Action hatte, aber es ist viel passiert. Die Episode spielt 3 Monate nach den Ereignissen vor Episode 5. Und wir sehen, wie Joel und Ellie irgendwo in Wyoming rumirren, in ihrer Schneelandschaft. Und sie fragen ein altes Ehepaar, ihre verlassenen Hütte nach dem Weg.
Sie verraten ihnen den Weg mehr oder weniger freiwillig. Joel und Ellie sind immer noch auf dem Weg Richtung Tommy. Sie suchen Joel seinen Bruder, wo Ellie zu den Fireflies bringen soll. Das alte Ehepaar warnt sie aber auch, nicht den Fluss zu überqueren, weil hinter dem Fluss wartet nur Tod und Verderben. Und Joel bekommt nach der Information seine erste Panikattacke vor Episode, die erste von drei. Joel und Ellie machen sich aber trotzdem auf den Weg Richtung Fluss. Sie überqueren den Fluss und sie werden konfrontiert plötzlich von ganz vielen Menschen auf Rösser, die sie umzingeln. Und Joel hat seine zweite Panikattacke vor Episode. Es kommt aber alles gut. Die zwei Parteien kommen ins Gespräch und wir finden heraus, dass die Leute, die sie umzingelt haben, zum Tommy gehören. Und der Tommy lebt in einer Siedlung, die ganz nah ist und die Siedlung heisst Jackson. Joel und Ellie werden zu dieser Siedlung eskortiert. Und in Jackson findet der Joel tatsächlich den Tommy. Es geht ihm gut. Der Joel hat sich für nichts Sorgen gemacht. Oder ursprünglich ist ja der Joel aus der Quarantänezone in Boston gegangen, um den Tommy zu finden, weil nichts mehr von ihm gehört hat. Aber am Tommy geht es gut. Der lebt in Jackson. Jackson sieht wunderbar aus. Es ist eine kleine Kommune, wo alles funktioniert, wo die Leute sicher drin leben. Und wir erfahren aber auch, dass die Fireflies nicht dort sind. Die Fireflies sind nämlich weiter im Westen. Glaubst du? Ja, genau, im Westen. Er University of Eastern Colorado. Und der Joel will, dass der Tommy zusammen mit ihm die Ellie dort abgibt bei den Fireflies. Der Tommy sagt aber, nein, meine Frau ist schwanger, ich muss hierbleiben. Die zwei streiten und der Joel hat seine dritte Panikattacke, weil er sich erinnert gefühlt hat an seine Tochter, die ja leider beim Outbreak Day verstorben ist. Die Ellie erfährt gleichzeitig, dass Joel eine Tochter hatte. Das hat sie bisher auch nicht gewusst. Und am Ende des Tages bittet der Joel der Tommy, die Ellie ganz allein abzugeben bei den Fireflies, weil der Joel kann nicht mehr. Er hat drei Panikattacken gehabt, er ist vollkommen am Ende, er hat Angst, dass die Ellie wird sterben, genau gleich wie seine Tochter gestorben ist, und er will, dass der Tommy die Ellie allein abgibt dort. Was beide nicht wissen, die Ellie hat zugelassen bei dieser Konversation und sie konfrontiert den Joel später am Abend und sie ist enttäuscht, dass sie den Joel abgeben will, dass sie den Joel verlassen will. Joel überlegt sich das Ganze nochmal und am nächsten Morgen gibt er an Ellie eine Option. Du kannst entweder mit mir mitkommen oder mit dem Tommy mitkommen. Natürlich entscheidet sich Ellie für den Joel und die zwei machen sich auf den Weg Richtung University, auf einem Ross natürlich. Dort ankommen merken sie aber, dass die University leer ist. Es gibt keine Fireflies dort, es gibt nur noch irgendwelche Affen, die aus dem Laboratory sich befreit haben und jetzt dort leben. Und es gibt auch Menschen, die den zwei nicht friedlich gesinnt sind. Der Joel wird angegriffen von einem von diesen Menschen und er kann den Angriff erfolgreich abwehren. Er tötet den Raider oder Hunter oder was auch immer das ist, aber wird dabei tödlich verletzt. Er hat das Messer im Bauch. Zieht sich das raus. Die zwei können noch aufs Ross gehen, also Ellie und Joel, und reiten weiter, möglichst weit weg von der University, zum Ausserlebensgefahr kommen. Und der Joel kippt vom Ross, weil er anscheinend sehr, sehr viel Blut verloren hat. Und da hört die Episode auf. Wir wissen nicht, wie es mit dem Joel weitergeht. Wir wissen nicht, wie es mit der Ellie weitergeht. Das ist ein riesiger Cliffhanger. Ja, wir wissen schon, das sage ich fälligst nicht. Wir sagen natürlich nicht, genau. Ja, und ich würde sagen, wie letztes Mal, oder? Bevor wir jetzt auf einzelne Details eingehen, würde es mich auch interessieren, wie hat ihr die Episode allgemein gefunden? Ich kann schon mal vorwegnehmen, für mich war es wieder eine der besten, obwohl nicht viel Action war. Mit Ausnahme von etwas, aber auf das komme ich dann später zu sprechen, wo ich finde, dass es viel, viel besser im Game gelöst ist worden. Ausnahmsweise. Ja, bisher habe ich ja gefunden, hey, die Serie macht mega viel gut, mega viel Neues und das, was sie neu machen, machen sie super. Aber jetzt habe ich so einen Punkt gefunden, der im Game besser war. Aber eben, dazu später mehr. Ich habe jetzt die, es war gut gewesen, aber hat mich jetzt schon nicht so geflasht wie andere Episoden, muss ich sagen. Weil sie halt schon sehr ruhig war. Also ich finde, es ist zwar schön, sie wechselt recht schön ab halt zwischen Spannung und Ruhe so in den Episoden. Mhm. Oder? Es ist immer mal etwas Ruhiges und dann ist wieder eine, die voll Action-packt ist. Und dann, das finde ich gut, so der Rhythmus. Aber so die Verschnaufpausen-Episoden, die packen mich dann schon nicht gleich wie zum Beispiel jetzt die letzte. Und also von den Bildern her und von der Produktionsqualität her, dort habe ich sagen, ist wieder grandios, einmal mehr. Also die Landschaften hier in Wyoming und mit den Rössern, die es da durchreitet und so. Also das ist einfach grossartig. Also da staune ich immer wieder und ich schaue es immer so am Abend und mache dann so ein bisschen dunkel alles und so, damit man das wirklich kann schätzen kann. Und also wirklich, die Produktionsqualität von dieser Serie ist einfach grossartig.
Ich habe den einen Shot kacke gefunden, aber der ist der, wo sie, ich glaube, es ist der, wo sie wegreiten zu der Universität. Er muss ja so sein, vorher haben sie kein Ross. Und du siehst sie dann von hinten auf dem Ross mit so, es gibt wie so einen kitschigen Western-Haus, wo in die Sonne reitet. Sonne reitet. Dann, ja, Sonnenuntergang. Ja, den habe ich einfach, das habe ich gefunden, nein, das ist einfach, der ist jetzt einfach kitschig. Das ist einfach ein kitschiger Shot. Und dann, der zweite Shot von der Seite ist dann noch gegangen, die siehst dann auch so ein bisschen, sie sind einfach schwarz, oder, von der Beleuchtung her. Der ist noch gegangen, aber der andere habe ich gefunden, nein, der ist schon rausgekattet. Hey. Ja. Ich habe sie eigentlich noch gut gefunden. Mir gefallen es aber eigentlich die langsamen Sachen. Ich habe das ja auch im Game eigentlich immer die besten Teile gefunden, weil ich habe die Action immer ein bisschen müssen gefunden, vor allem, weil es einfach viel zu viel davon hat. Oder? Und wenn sie eigentlich einfach und miteinander sind und ein bisschen schwätzen, das finde ich eigentlich am spannendsten. Mhm. Hat so den Teil jetzt in der Stadt auch nicht jetzt alles gleich spannend gefunden, aber also es ist schon, ich meine, es zeichnet so eine Beziehung oder macht sich ein bisschen weiterentwickeln zwischen Joel und Ellie und so. Man merkt jetzt da in dieser Episode, finde ich, passiert recht viel, so, also sie kommen irgendwie nochmal deutlich näher, hat man so das Gefühl. Und am Schluss sind sie wie, oder ist der Joel irgendwie, hat mehr Humor oder ist nicht mehr so verschlossen wie auch schon. Also das macht schon etwas, die Episode. Aber ich finde eben auch so in der Stadt, ja, ich weiß nicht, zum Teil ist es mir dann fast ein bisschen zu langsam gewesen, jetzt persönlich. Ich habe den Stadtteil auch ich habe den Anfang spannend gefunden, die Stadt war so ein Mittel gewesen, und dann den Schluss mit den Dingen habe ich wieder super gefunden. Ja. Die Panikattacken, ich hatte die erste gar nicht mehr im Kopf gehabt. Ich habe die darum schon gefunden, im Fall, die sind so ein bisschen aus dem Nichts gekommen. Also, weil das ist mir einfach zu lange her gewesen. Also, und genau die erste. Ich sagen, hat er schon mal Panikattacken gehabt. Genau. Mhm. Aber ich finde, das ist so lange her, das habe ich gar nicht mehr im Kopf gehabt. Und es hat für mich einfach auch so künstlich gewirkt. Das habe ich wirklich, auch spielerisch, habe ich das nicht irgendwie. Das hat mich jetzt gar nicht überzeugt. Das ist wirklich wie so: es gibt okay, jetzt machen eine Panikattacke. Okay. Nein, ich kann mich nicht mehr erinnern, dass das je im Game vorgekommen wäre. Und darum hat es für mich da so aufgesetzt gewirkt, einfach irgendwie, wir müssen jetzt da irgendetwas einbauen. Eben, am Anfang hast du ja gefragt, warum überhaupt, oder? Eben, wir haben so eingebaut, zum sagen, hey, er mag einfach irgendwie nicht mehr entstresst zu fest auf sie aufzupassen. Das ist wirklich der einzige Teil, den ich jetzt kritisiere. Nicht zusammenpasst mit was gezeigt wird von ihm. Ja. Ja, einfach, es passt für mich nicht. Das ist nicht überzeugend. So hat er nicht mir den Eindruck vermittelt, dass er jetzt irgendwie völlig gestresst ist und irgendwie immer seine Tochter in der sieht. Das ist für mich einfach zu wenig übergekommen. Ich glaube auch nicht, dass er das bisher so hatte. In der ersten Panikattacke, die er in der ersten Episode hatte, hat er noch ganz anders reagiert, als er die hatte. Wenn ihr euch erinnern mögt, die ist passiert, wo Ellie, Joel und Tess aus der Stadt rausgegangen, aus der Quarantänezone, und dann von einem Soldat konfrontiert worden, der alle gescannt hat, ob sie infiziert sind. Und Ellie war halt infiziert gewesen, und es hat rot geleuchtet, der Scanner, und der Soldat hat Ellie dann mit der Waffe bedroht. Und das war ja quasi genau die gleiche Situation, wo der Joel dann nicht kam mit seiner Tochter, wo der Soldat sie mit der Waffe bedroht hat. Aber dann hat er noch ganz anders reagiert. Dann ist der Joel ja ausgetickt. Er hat den Soldat angegriffen, hat ihn totgeschlagen, also wirklich auf brutalste Art und Weise. Und jetzt reagiert er aber ganz anders, wenn er die Panikattacke hat. Jetzt kann er sich nicht mehr bewegen. Er ist wie eingefroren, vor allem in dieser Situation, oder, wo sie umzingelt waren von den Rössern. Wo sie einen Hund eingesetzt haben, um zu schauen, ob die zwei infiziert sind. Wo der Hund dann zur Ellie ist gegangen, hat er ja die zweite Panikattacke gehabt und ist einfach komplett gefreezed gewesen, hat nichts mehr können machen. Und ich finde, das ist so wie, das zeigt, dass die Bindung zwischen ihm und der Ellie jetzt eine ganz andere ist, als sie am Anfang war. Am Anfang hat er sie als Cargo angeschaut, am Anfang war er emotional distanziert zu ihr, aber jetzt hat er es zugelassen, dass sie ein bisschen näher kommt zu ihm, und darum habe ich das Gefühl, kommen die Panikattacken jetzt. Die Verbindung zu Ellie ist einfach ganz anders, als sie in der ersten Episode war. Und darum reagiert er auch anders auf die Panikattacken, und darum ist ihm alles zu viel. Ich glaube auch, die Ereignisse in der letzten Episode, der fünften, wo der Sam und der Henry gestorben sind, ich glaube, die sind auch nochmal ein Katalysator gewesen, um die dramatischen Erlebnisse irgendwie wieder aufzukommen. Inzwischen sind ja 3 Monate verstrichen, sind sie sich näher gekommen. Und von dem her habe ich es eigentlich noch recht,
recht einleuchtend gefunden, vor allem noch mit der Episode, wo er und der Tommy, wo ja Abend ist, nachher, wo sie zusammen reden und der Joel wirklich sagt, ich kann nicht mehr, ich kann wirklich nicht mehr, wo er zusammenbricht, emotional. Und es ist definitiv anders als in den Games. In den Games hat er die emotionale, wie sagt man, ist echt nie so emotional gewesen, hat es nie so gezeigt gegen aussen. Aber ich finde es cool, haben sie sich eine Serie dafür entschieden, ihn jetzt auch mal so ein bisschen aus einer anderen Perspektive zu zeigen, irgendwie. Das finde ich easy. Aber für mich kommt es einfach nicht, kommt mir nicht glaubhaft über, halt wie die Person vorher, wie er sich gibt und so, und was er macht, und dann irgendwie die Reaktion. Es ist ja wie, eben, vielleicht hätte man es einfach auch anders können machen, statt, das ist, jetzt ist so wie so show don't tell. Mhm. Das machen sie eigentlich hier, weil sie mit einem Herz greifen. Es ist so theatralisch irgendwie. Ich meine, ich weiss auch nicht, wie es würdest du sonst zeigen, vielleicht, dass er irgendwie mega schwitzt. Ich weiss es nicht, oder? Keine Ahnung. Aber einfach, es hat für mich so wirklich theatralisch gewirkt. Aber ich finde jetzt auch nicht mega, ist jetzt auch nicht mega schlimm gewesen. Es gibt sehr viele Memes, übrigens, zu Karika-Tag-Rätsel. Musst mal auf Twitter. Twitter wird überflutet im Moment. Das passt. Dann werden die drei Panikattacken zusammengeschnitten, also in drei Bilder. Zum Beispiel, wenn jemand beim Arbeiten anruft, dann Ja gut, eben, aber das zeigt es auch schon. Hey, habt ihr übrigens gesehen, dass es... Die Filmcrew, die gesehen ist in der einen Szene? Mir ist es nicht aufgefallen. Nein, ich habe nicht aufgefallen. Nein, ich habe nicht gesehen. Wo? Du siehst in dieser Szene, wo sie über die Brücke gehen und wo sie die Brücke von der Seite zeigen, unter links siehst du einfach etwa 5 Leute von der Filmcrew, die im Film sind. Und in der Szene, wo Ellie das Ross anschaut, sie gehen einmal zum Stall und im Stall drin ist so ein kleines Ross und streichelt es. In dieser Szene sieht man, wie ein Hang von unten kommt und das Ross so, also der Kopf vom Ross so gegen sie kann nicht. Muss ich nachher noch mal schauen. Das verstehe ich allerdings nicht. Wie das, du denkst doch, x Leute haben sich da sicher drüber geschaut. Aber offenbar, wie bei uns, recht viel Bälle. Irgendetwas siehst du. Und das andere, was ich aber gelesen habe, ich meine, du Samuel, hast es nicht gesehen, aber es ist so ein... nicht gespielt. Mhm. Aber die... Wo sie in der Stadt dann sind und dann sind sie am Essen etwas dort und dann kommt irgendjemand, beäugt sie doch und Telly rascht raus und sagt, ey, was schaust du mich an? So. Mhm. Und das haben alle schon irgendwie ausgemacht, dass irgendwie eine Person, die später einfach nochmal vorkommt. Hast du das dort gerade Kraft gehabt? Ja, sie sehen mega so aus wie die. Ja. Also es ist ein Charakter. Geblinzelt. Genau, sag mal, es ist ein Charakter aus dem zweiten Spiel. Wo aber im ersten Spiel noch nicht ist vorgekommen. Aber im zweiten Spiel eine recht grosse Rolle spielt, so kann man sagen, ohne dass irgendein Spoiler ist. Und für mich ist es sofort irgendwie so. Also, ich habe es nicht mal richtig gesehen. Schon im Schatten hinten irgendjemand weggelaufen. Und ich habe vor allem einfach gedacht, so eine random Szene irgendwie. Also, und lustig, im zweiten Spiel redet der Charakter der eine darüber, wie er Ellie das erste Mal getroffen hat, und im Spiel haben wir es auch nie gesehen, wie sie sich das erste Mal treffen. Das ist natürlich so. Und die Konversation im Spiel passt aber mega gut auf das, was sie jetzt gezeigt haben, weil sie sagt, ich habe dich gesehen, das erste Mal, wie du bei uns bist und sehr viel gefressen hast und einfach alles in dich geschlungen hast und so. Also, das passt sehr gut. Aber allgemein haben sie sehr viele Sachen aus dem zweiten Teil, also für die Leute, die den zweiten Teil gespielt haben, sind mega viele Sachen schon reingenommen und schon angedeutet, die sie im Game halt noch nicht machen konnten, weil sie noch nicht gewusst haben, welche Richtung sich die Story wird entwickeln, weil sie recht cool gefunden haben. Unter anderem mal Jackson. Wir haben Jackson im Spiel haben wir nie gesehen, im ersten Teil. Ah, das habe ich mich noch gefragt. Ja. Was ist denn? Im Spiel sind wir nur im Damm gewesen, wo sie ja in der Serie jetzt nur kurz vorbeigelaufen sind und der Damm gibt Jackson ja Elektrizität, oder? Und im Spiel war der Tommy im Damm gewesen und dann haben wir ihn dort getroffen und dann ist der Damm angegriffen worden, ganz viel Action und so weiter. Aber Jackson haben wir nie gesehen. Jackson haben wir nur im zweiten Teil gesehen und es war sehr überraschend gewesen, die Stadt jetzt schon so früh zu sehen, aber ich finde es cool, da hat man die schon mal wie etabliert. Wenn es dann weitergeht, weiss man schon, wo man ist und hat schon ein paar Leute kennengelernt, die dort leben. Also ein gutes Setup, habe ich gefunden. Ja.
Ich habe mir sonst gar nicht mehr aufgeschrieben, ich habe es einfach... Ja, ich habe das Einzige, was ich irgendwie ein bisschen unlogisch gefunden habe, dann noch so out of character, ist, warum hat Joel den anderen direkt umgebracht? Also weißt du, er hat ihn irgendwie so im Würgegriff gehabt und dann hat er was das Knie gebrochen. Hm. Ich habe mich gefragt... Wieso? Ja, weil irgendwie... Also, es ist ja nicht so, ist auch nicht so klar. Hat er mit ihm so reden? Irgendwie, ja, für mich ist es irgendwie gar nicht so klar, dass das jetzt... Dass das jetzt unbedingt böse Raiders oder was auch immer sind. Also offensichtlich sind sie es gewesen, aber das war wie noch nicht so klar gewesen in dem Moment. Und aber gut, er hat ihn ja angegriffen. Ich meine, das, ich glaube, in dieser Welt langt das ja, okay, einfach schon. Wenn ich jemanden angreife, dann ist es irgendwie ja, immer gut, böse. Ja, gut. Ich glaube, also, allgemein, alle ja, Leute, die du triffst, werde ich töten, mit dem musst du rechnen. Ja, gut, also gut, alles klar. Ja, gut. Also das kann ich jetzt, das habe ich aus meiner Gamersicht, ist eh logisch natürlich, aber ich glaube jetzt tatsächlich, so wie die Welt etabliert worden ist, ist irgendwie, gehst du im Zweifelsfall immer davon aus, dass jemand anderer einfach dein Zeugs dir klauen und über Leichen geht und wenn er dann dich angreift, dann ja, okay. Genau. Ja, das Knickbrechen ist schon ein Game-Moment gewesen. Ja, absolut, ja. Das ist ja bekanntlich praktisch unmöglich. Ja. Oder einfach schon sehr schwierig. Ja, ja. Das ist wirklich so 1-1. Wenn du hinten anschleichst an jemanden und den so in Würgegriff nimmst, das ist 1-1 aus dem Game gewesen. Voll. Aber noch eine lustigere Szene, wie ich es vorhin im Recap kurz angedeutet, die zwei alten Leute, die sie am Anfang treffen, wie habt ihr die gefunden? Ja, ja, super gefunden. Sensationell. Ja, sehr gut gefunden. Ja. Sensationell. Sehr geil. Eben darum, der Anfang war top. Ja. Die zwei sind wirklich. Die beiden wirklich, they don't give a fuck. Ja. Wieso hast du sie nicht umgebracht? Ja, die Waffen sind ganz weit hinten. Ja, weit weg. Du hast eine Suppe gemacht? Ja, sie haben hungrig ausgesehen. Das ist super. Vor allem ein cooler, ein bisschen lustiger Anfang nach dem tragischen Ende, wo wir in der fünften Episode hatten, dass du ein bisschen den Kontrast hast und nicht wieder voll deprimiert wirst. Genau, und der Punkt, um wieder zum Schluss der Episode zu kommen, das ist der, den ich im Game besser gemacht habe, gefunden. Im Game kommen sie auch in die Universität und es ist auch nicht immer dort und sie treffen auch auf die Gruppe von Leuten, die sie umbringen wollen. Der Joel stürzt dort aber irgendwie in der Universität selber. Vom zweiten Stock stürzt er am Boden und wird, ich weiß auch nicht, was es ist, einfach irgendein Metallteil bohrt sich dann durch seinen Bauch sozusagen. Finde ich okay, dass sie das angepasst haben, weil es ist recht unrealistisch. Also im Kontext vom Spiel macht es wie Sinn, dass sie das überlebt, aber so in ihrer Serie weniger. Yeah. Von dem her finde ich das gut, aber der ganze Moment, wo Ellie und der Joel dann müssen fliehen, ist im Game viel länger gewesen und es ist sehr spannend gemacht gewesen. Du musst wirklich, Ellie hilft am Joel noch zu laufen, er ist am Verblüten und die Leute greifen es aber gleich noch an und es ist wirklich so, das ist für 10-15 Minuten wirklich nicht gewusst, was jetzt passiert und ob sie es aus dem raus schaffen. Und jetzt gefunden, hier ist es ein bisschen rushed gewesen irgendwie. Allgemein, es ist sehr viel, ich bin sehr überrascht gewesen, dass nach Jackson nochmal etwas kommt, hätte ich auch nicht erwartet und eben das, was näher ist gekommen, ist mir ein bisschen zu schnell gegangen. Jetzt gefühlt hat der Impact vom Joel, wenn er vom Ross geht, wäre nochmal viel grösser gewesen, wenn du wirklich siehst, wie das er leidet und wie schlimm das die Verletzung wirklich ist. So. Ich habe das jetzt auch gar nicht mehr so präsent gehabt. Jetzt, was du sagst, ich mag mich wieder daran erinnern. Ich finde, es hat auf eine Art gepasst, dass du ja nach dem gerade wegreitest, oder? Ja. Und es wär eben auch von einer Art ein bisschen gaming, wenn man das noch in die Länge zieht. Es kann gut sein, dass es dann dramatischer gewesen wäre. Weil irgendwie der dramatische Moment ist ja an und für sich schon dort, wo du siehst, ja, er ist gestochen worden. Ja. Und dann ist so der Rest irgendwie, also gibt sich dann, dass jetzt einfach entweder Ende im Gelände ist oder einfach kämpfen einmal ist, außer du bist John Wick, ist jetzt einfach fertig, oder? Ja, für den ist ja irgendwie 2 Minuten später kannst du wieder irgendwie dich verprügeln mit ihm heim. Das Pflaster drauf. Was hast du für Samuel? Wie geht's weiter? Du hast ja von den Games, weißt du nichts? Ich weiss nichts. Ich bin wirklich so ein bisschen hin und her gerissen, ob jetzt Joel irgendwie stirbt. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Also darum, ich lasse mich wirklich überraschen. Ich sehe gerade noch keinen Ausweg, weil die Situation ist gerade recht auswegslos. So von der letzten Szene her. Darum, also ja, ich bin am Schluss, habe ich kurz gemeint, okay, jetzt ist er in dem Fall tot. Also im Moment ist das doch tatsächlich mein Tipp, er ist tot, auch wenn ich es irgendwie nicht so glauben kann, weil die Hauptperson... Und es gibt sehr selten Fake-Outs, oder? Also ja, genau. Offscreen stirben die Leute selten, aber es gibt ja...
Das habe ich so bei Game of Thrones auch gedacht, bei der 9. Folge dort, in der ersten Staffel. Ja, das ist so ein Moment, dass du das siehst. Ja, genau. Dann ist es doch so gewesen. Ja. Von dem her, also mein ja. Tipp ist, er ist tot, aber ich lasse mich sehr gerne vom Gegenteil überraschen, wenn es nicht so ist. Ich könnte es nachvollziehen von diesen Informationen, oder von dem, ich finde es hat wirklich, am Schluss hat er schlimm ausgesehen, als er vom Ross ist geredet. Er hat wirklich so, so blass und hat auf nichts reagiert. Ja. Die nächste Episode heisst übrigens Left Behind, für alle, die das Game gespielt haben. Werden wissen, auf was das rausläuft. Also ich glaube, die nächste Episode wird nochmal heftig werden. Ich weiss auch nichts von dort, ausser der Ausgang natürlich, der Rest, was ich nicht mehr. Nein, cool. Also, ich habe weiterhin keine Lust, um sie zu schauen. Und jedes Mal, wenn ich sie schaue, ist es dann aber gut. Der Kollege freut sich, Gott, zum Beispiel, glaube ich, genau gleich. Er fragt mich immer, lohnt sich noch die zwei Folgen zu schauen? Ja, gegen keine Lust. Und ich so, ja, mir ist es gleich gegangen, aber sie sind schon gut. Vor allem die letzte Folge, also die letzte, die ist genau, die habe ich noch ein bisschen besser gefunden als die. Ja. Von dem her, ich weiter schaue. Nur noch drei Episoden. Ja, und wir schauen auch weiter. Im, wie sagt man? Endspurt. Wir gehen Richtung Finale. Wir gehen Richtung Finale. Ja. Das ist so. Also, gut, dann gehen wir jetzt ins Mittagessen, wie immer, um die Zeit. Ah, schau, jetzt wird mal pünktlich. Pünktlich 12 Uhr, wow. Wunderbar. Ach, grossartig. Und ja, dann, wie gesagt, danke euch fürs Zuhören. Und wie gesagt, ihr könnt gerne weiter diskutieren in unserem Discord-Kanal oder Webseite oder E-Mail, was euch am liebsten ist. Und ja, dann wünsche ich allen einen guten Morgen, die jetzt am Mittagessen sind. Und sonst bis in der Woche. Ciao miteinander. Tschüss. Ciao zusammen.